Der FC St. Pauli und der HSV sind zurück, haben sich erholt von ihren Rückschlägen, genau wie Tobi und ich. Deswegen jetzt endlich wieder eine neue Folge Football Manager 2019. Los geht's. Es hat ein Weilchen gedauert, um sich zu erholen. Ja. Herzlich willkommen beim Football Manager 2019 mit Tobi und mit mir. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, Tobi. Ja, das finde ich auch schön von uns. Muss man ehrlich mal uns auch loben. Hat ja ein paar Wochen, Monate gedauert. Ja, es hat gedauert. Ein paar Jahre gedauert. Also. Ein paar Therapiesitzungen hat es auch gedauert. Ja. Also. Denn das war keine Glanzleistung, was wir in den letzten Episoden so erlebt haben. Gerade in der letzten Folge, die ja irgendwie 3 Stunden lang war fast. Zwischen 2 und 3 Stunden. Und heute wollen wir all das natürlich verbessern und haben uns da auch im Kopf gemacht, wie wir das machen. Und werden gucken, ob das heute alles funktioniert. Denn Football Manager 2019 ist unberechenbar. Deswegen weiß man nicht, was da auf uns zukommt. Aber wir geben unser Bestes. Ja. Wir haben ja geschworen, dass wir das Let's Play durchziehen, egal ob wir Urlaub haben, krank sind, egal was passiert. Ja. Dann hattest du Urlaub, ich war krank. Und dann haben wir 2 Monate jetzt nicht mehr gespielt. Aber jetzt versuchen wir wieder so ein bisschen weiterzukommen. Also wir haben ja immer gesagt, so, und das Ziel ist das Derby. Mhm. Für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, fragen sich, was ist hier eigentlich los? Warum sitzen diese beiden Typen da und warum heißt das hier überhaupt Rocket Beans TV? Rocket Beans TV ist ein Internetsender, der hauptsächlich Football Manager Let's Plays ausstrahlt. Ja. Das ist das Premium-Format des ganzen Senders. Und wir haben vor 7 Spieltagen mittlerweile haben wir man rechnet ja als Fußballmensch nur in Spieltagen. So. Vor 7 Spieltagen haben wir dieses Let's Play gestartet mit Hamburger Verein, du St. Pauli, ich HSV. Ja. Wir haben die beiden Vereine innerhalb von 7 Spieltagen an den Rande des Abgrunds gestürzt. Jetzt schalten die ersten Leute schon ab, weil sie dachten, es geht um American Football. Ja. Aber im Football Manager 2019 geht es natürlich um Fußball, deswegen HSV und St. Pauli. Ja. Und ja, der Anfang war gut und jetzt können wir mal gucken, wie wir jetzt dastehen. Ja, ihr könnt auf die Tabelle hier gucken bei mir auf dem Rechner. Ah, das ist nicht so. Also bei mir ist ja das Saisonziel, das große Saisonziel Aufstieg. Ihr seht es vielleicht hier auf Rang 8 der HSV mit 11 Punkten aus 7 Spielen. Immer noch besser als St. Pauli, die mit 5 Punkten aus 7 Spielen stehen. Ein Saisonsieg. Was ich besonders schön finde, 4:7 Tore. Das heißt, du hast nur ein Tor pro Spiel kassiert, was schon mal eine sehr, sehr gute Zahl ist. Hast aber auch nur 0,6 oder so geschossen. Dafür habe ich aber mit Sicherheit die meisten Torschüsse. Das kann sein. Der ganzen Tabelle. Was man dazu wissen muss, also wir haben halt immer viel Pech gehabt. Ja. Du besonders, du hast ja immer eigentlich alles an die Wand gespielt und hat der Gegner irgendwie in der 90. 1-0 gemacht. Ich am letzten Spieltag bis zur 94. 1-0 geführt gegen Dresden und dann noch den Ausgleich kassiert zu 10. Und das waren bittere Momente meines Lebens. Da hat man sich dann auch mal hinterfragt selber, was man für Entscheidungen in den letzten Jahren so getroffen hat. Und ja, aber jetzt sind wir wieder hier und jetzt geht's weiter. Ey, das wird das große Comeback und ich muss auch gleich mal sagen, vielen, vielen Dank an die ganzen Leute im Forum und bei Twitter und so, die mir geschrieben haben. Ich habe riesige Nachrichten bekommen, wie zum Beispiel hier, guck mal, das habe ich mal ausgedruckt, das ist eine Nachricht von einem User, der hat original den St. Pauli so genommen und so quasi gebaut mit Josh Tymon und so, wie ich das gemacht habe, um mir zu helfen. Also um quasi genau das so anzupassen, damit er mir Tipps geben kann. Und zwar @wüstenfalke_92, der liebe Daniel. Vielen, vielen Dank für diesen ganzen Aufwand. Das ist komplett absurd. Ich habe das ausgedruckt. Das sind 4 fucking Seiten. Und da sind sehr viele interessante Punkte, die ich immer noch mal wieder erwähnen werde, die mir so nicht bewusst waren. Gerade auch, was so Eigenheiten vom Football Manager angehen. Gerade was Sachen angehen von der Engine, die wir nicht bedacht haben. Zum Beispiel, also ich kann mal einen Punkt sagen, er hat zum Beispiel geschrieben, ich bin selbst Freund vom Ballbesitzfußball, weil das wollte ich ja machen bei St. Pauli, aber die Engine vom Football Manager lässt das zumindest in der Ausrichtung, die ich habe, nur bedingt zu. Die Gegner versammeln sich irgendwann vor dem Strafraum und man selbst schiebt sich den Ball hin und her, ohne durchzukommen. Das führt zu Schüssen aus schlechten Positionen, Distanzschüsse, so wie ich das ja hatte, und erklärt deine Schussstatistiken in manchen Spielen, die du halt eben so hattest. Ein Wechsel weg vom Ballbesitz wäre also eine Option. So viel erstmal zum Anfang. Ich werde zwischendurch immer mal wieder darauf zurückkommen. Gerade auch, was bei mir die Situation angeht mit dem Sturm, Henk Fährmann und Diamantakos hatte ich ja da. Ich habe ja viel rumprobiert und wir können mal kurz auf meine Taktik schauen. Denn ich hatte ja rumprobiert. Ich hatte zuletzt ein 4-4... Moment, wie war das? 4-4-2-3-1 hast du doch immer gespielt. Genau, 4-2-3-1 war meine Standard. Dann hatte ich aber im letzten Spiel 4-4-1-1 gespielt. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Und jetzt dachte ich mir, ja gut, wenn das hinten alles nicht so stimmt, dann muss ich zwar mit dieser Formation auf meine Flügelspieler verzichten, weil wenn ich so ein System mache, wo du ein bisschen kompakter in der Mitte bist und wo du einfach mit 3 zentralen Mittelfeldspielern
relativ breit da stehst schon mal, dann hast du natürlich außen nichts, ne? Und deswegen habe ich jetzt mal Fährmann und Diamantakos in den Sturm gesetzt. Fährmann als Zielstürmer, der dann eben auflegen kann auf Möller Deli auf der 10 oder auf Diamantakos. Und Gnukuri ist ja mit mein bester Mann. Deswegen ist er so derjenige, der ja, wie soll ich sagen, der im Mittelfeld viel Action macht. Daneben Flum und Nerich, auf die ich ja ein bisschen pisst war zuletzt, weil die immer wieder ganz komische Fehler gemacht haben da im Zentrum. Ich gebe ihnen nochmal eine Chance. Und hinten ist Josh Timon ja sowieso gesetzt. Zander gebe ich nochmal eine Chance. Der hatte auch zuletzt gemeint, dass er mehr spielen wollen würde. Jetzt kriegt er die Chance. Also alles, großes Comeback. Er hat die Chance. Und mein großes Problem ist aber, und da kriege ich schon wieder die Krätze, das habe ich nicht bedacht, das habe ich vorhin gesehen, kurz vor der Sendung, dass meine beiden Innenverteidiger verletzt sind und ich deswegen auf Avevor und Schopenhauer, die beiden Gurken, zurückgreifen muss. Und das bereitet mir jetzt schon Sorgen, aber gucken wir mal, wie es so aussieht. Wie sieht's bei dir aus? Du hast so lange überlegt, so, dann bist du dann auf die Idee gekommen, Mensch, mach ich mal eine Raute. Wo hast du die Idee nur her? Spiele schon die ganze Saison, ich halte an meiner Raute fest. Bei mir geht's, ich bin da so stur wie Peter Boss in seinen bosshaftesten Zeiten beim BVB. Ich werde weiter mit der Raute spielen, ich werde weiter daran festhalten und hoffen, dass das Matchglück ist. Es ist einfach nur Pech gewesen. So nur mal, damit ihr nochmal reinkommt, bei mir Aaron Hunt so ein bisschen das Sorgenkind, der so viel verletzt gefehlt hat, schon am ersten Spieltag sich verletzt hat. Christoph Moritz fehlt auch, aber den weiß ich auch gar nicht, wie ihn richtig reinbringen soll. Und mein Lasogga ist natürlich mal die große Frage. Wie kriege ich Lasogga in mein System rein? Wang Hee-chan ist eigentlich einer meiner besten Spieler da in dieser Rolle. Mhm. Im Sturm als Pressing-Stürmer. Und das halte ich erstmal so. Ich habe noch zwei Highlights aus dem Text, die ich jetzt schon erwähnen muss, weil du gerade auf verletzte Spieler und irgendwie so Spieler, die man nicht mehr hat oder auch die verkauft wurden zum Beispiel, da ist jemand drauf eingegangen, also der gute Daniel. Der hat zwei Sachen geschrieben, gleich mal als Kritik. Der Verkauf von Miyaishi ist hierbei etwas problematisch, weil er dein schnellster und bester Dribbler war. Ich weiß nicht, warum ich auf diese Idee kam, weil der ist ja auch wirklich, der spielt ja auch bei St. Pauli diese Saison und der spielt wirklich gut. Und ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Und auch so ein kleiner Nebensatz in Klammern, leider hast du Park, glaube ich, verliehen. Wo ich dann dachte, was hast du eigentlich gemacht, Sandro? Warum? Was soll das alles? Warum hast du nicht einfach die guten Spieler behalten und die schlechten vielleicht verkauft? Das wäre eine Option gewesen, aber du hast natürlich anders entschieden. Ja, du hast gesagt, schlechte Spieler behalten, gute verkaufen. Einige Spieler bekam ich einfach nicht los, so, das war das Problem. Aber ich habe zumindest genug Kuri und Time in mir geholt. Im Gegensatz zu dir, denn du hast gar keinen Neuzugang. Nee, ich hatte keinen Neuzugang. Ich bin nur zufrieden mit meinem Kader. Ich hatte auch kein Geld vor allen Dingen. Der HSV ist ja, wie Fans von Bundesliga wissen, anhand von Nils leidgeprüften Monologen, der HSV ist finanziell nicht so, steht nicht so gut da. Und jetzt frag mal andere Zweitligisten. Ja, gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir können noch mal kurz gucken, wie unsere letzten Ergebnisse waren, bevor wir dann so richtig im Spiel starten. Also du bist seit 5 Spielen ohne Sieg. Das sage ich immer schon zuerst, damit das, was ich jetzt sage, nicht so schlimm klingt. Ich bin seit 3 Spielen ohne Sieg. Wie du so tust, als wäre das jetzt viel, viel besser. Also für den fucking HSV, Alter. Wo du hast ein Tor in den letzten 5 Spielen erzählt, möchte ich nochmal hier bemerken. Das ist schon. Naja. Aber hey, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt Darmstadt vor der Brust, du hast Sandhausen. Also sind 2 Must-Wins für uns, muss man fast schon sagen. Wo ist denn Sandhausen in der Tabelle? Lass uns doch mal schauen. Ich glaube, Sandhausen ist sogar noch hinter dir. Was? Wo ist denn eigentlich hier Startseite? Zack. Die sind, ja. Nee, die sind bei dir auf. Die könnte ich jetzt. Da könnte ich sie überholen, wenn ich sie so richtig wegklatsche. Und Darmstadt ist auf 6. Also, aber es sind jetzt so Spiele, wo man das. Die muss man eigentlich mal gewinnen. Um dann danach wieder zu danken. Unser Spiel ist noch gegen. Unser Derby ist noch 1, 2, 3, 4, 5. In 6 Spielen ist dann unser Derby. Das große Spiel. Ey, das Ding ist, wir haben eigentlich den Aufstieg als großes Ziel gehabt und ich pimmel da auf der 15 rum. Das ist wirklich frustrierend. Aber egal, heute wird alles besser, Leute. Alles wird anders. Alles wird anders diesmal. Deswegen fahren wir jetzt fort und gucken mal, was die nächsten Spiele so bringen. Natürlich ist hier noch ein bisschen Vorgeplänkel, Überblick vom Sonntag. Das müssen wir uns alles nicht anschauen. Ja, oh, schon wieder 6 neue Nachrichten. Schiedsrichter hat es falsch gesehen. Ich habe anscheinend beim letzten Mal den Schiedsrichter beleidigt. Ja gut, ich bin mittendrin in einer Kontroverse. Okay. Ist nicht so. Ich muss gleich wieder ein Interview geben über. Und Mike Walpurg ist auch noch der alte Rotschopf. Hat gesagt, dass meine Forderung ohne Berechtigung sei. Tja, da hat er im echten Leben seine Quittung für bekommen, da wurde er nämlich schon entlassen in Dresden. Wieder.
hat auch die Walpurgisnacht nichts mehr. Jetzt muss ich, aber ich bin ja sowieso hier so ein leidenschaftlicher Typ, ihr kennt mich. Ja, du gehst auch gerne mal raus aus irgendwelchen Pressekonferenzen, das wissen wir auch schon. Ich persönlich kann es kaum abwarten, dass ich das Blatt wende und sein Team auf der anderen Seite steht. Sie können mich dann ruhig fragen, was ich dann denke. So. Ich musste auch, glaube ich, schon Strafe zahlen. Also ich glaube, mein ganzes Geld wird geht hier immer an Strafen rein. Bei mir ist die Nachanalyse zum Spiel gegen Köln, was ja wirklich eigentlich relativ beeindruckend war, weil Köln ja ganz vorne mitspielt. Und da habe ich mich lange gut geschlagen und dann war noch irgendwie ein Tor von Simon Terodde. Ja, war ein bisschen ärgerlich, dass ich da nicht zumindest irgendwie einen Punkt noch holen konnte oder sowas. Henk Fährmann spielte bis zu seiner Auswechslung in der 81. nicht wirklich gut. Der Zielspieler war enttäuschend unauffällig im Angriff. Das lag vielleicht daran, dass ich den falsch eingesetzt habe, weil der konnte ja gar nicht, als Zielstürmer konnte der ja gar nicht auflegen auf irgendjemanden, weil niemand da war. Weil die einzigen, die dann vorne rumgerannt sind, sind halt die beiden, also der Zehner und der Neuner. Ja, da hast du relativ große Abstände da gehabt zwischen. Genau, das kann natürlich nicht funktionieren, habe ich nicht bedacht. Oh. Du musst jetzt eine Teamsitzung abhalten, weil die Moral in deinem Kader niedrig ist. So, jetzt kommt der ein leidenschaftlicher Sandro raus. Also, pass auf, Leute. Warte, ich muss es erst durchlesen, sonst. Ich wollte nur sagen, wie zufrieden ich mit der letzten. Wow. Eigentlich würde ich das gerne ausprobieren, um zu gucken, wie sie reagieren. Wir dürfen jetzt nicht unsere Köpfe in den Sand stecken. Es ist nicht gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben mit diesem Kader die Qualität, das Blatt zu wenden. Wir haben zuletzt wirklich gut gespielt, ich bin begeistert. Nee, auf jeden Fall würde ich präferieren, wir dürfen jetzt nicht unsere Köpfe in den Sand stecken. Es ist nicht gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir haben mit diesem Kader die Qualität. Komm mal. Deine Spieler haben aber alle dieselbe Meinung. Sie finden, im Mannschaft mangelt es an Tiefe im Angriff. Kommt da die große Transferoffensive im Winter? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Also geil. Nein, wir haben die Qualität, Alter. Ich habe drei Stürmer, die eigentlich taugen. Es ist höchste Zeit, dass wir alle die Ärmel hochkrempeln. Hat Mats Müller-Deli gesagt. Mats Müller-Deli, mein Mann. Deswegen spielt er gesetzt auf der 10. Ach ja, liebe Leute, weil gerade gefragt wird, lesen Sandro und Tobi den Chat und kann man ihnen hier Tipps geben? Natürlich lesen wir mit. Deswegen, wenn ihr Tipps habt oder irgendwelche Anregungen, haut die raus im Chat. Wir haben das im Auge. Ganz genau die Reaktion, die ich hören wollte, lieber Mats Möller-Deli. Ich bin wirklich zufrieden mit denen. Ich würde an der Stelle sagen, dass man nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, dass ihr die Arme alle senkt. Kannst du auch kritisieren, aber... Warte, das ist die Art von Reaktion, auf die ich im Großen, obwohl ich diejenigen respektiere. Vielleicht soll ich das machen. Nee, stimmen mir alle zu. Ich muss schon das Obere nehmen. Ich will jetzt hier nicht helfen, aber die sind ja alle der Meinung. Ja, okay. Guck mal, sind alle wieder besser auf der Laune. Ja, ich werde heute alles wegrasieren. Ja, das ist keine schlechte Idee. Transfer von Markus Hürte blockiert. Ist mir doch Latte. Jan informiert sie über, ja, bla, Schmitz-Training, bla. Bla. Die Meldung zusammengefasst zum Football-Manager. Bla. Ja, ich will einfach nur, dass meine Spieler wieder gesund werden. Oh, Zufriedenheit des Vorstands. Und ich habe in diesem Monat 4 Millionen Euro Verlust gemacht. Ui, das muss man auch erstmal schaffen. Wobei, das ist vielleicht auch Standard beim HSV. Okay. Das ist das Minimum. Ganz kurzer Nebenfakt bei mir. Größter Pluspunkt, die Freude der Fans nach St. Paulis überzeugendem 6:0-Sieg über Stendal in der ersten Runde im Deutschlandpokal war ein besonderes Highlight. Schön, dass die Leute sich darüber freuen. Auf der anderen Seite... aber bei dir sind sie zufriedener als bei mir. Naja, bei mir ist trotzdem die Enttäuschung groß nach dem Paderborn-Bums. Ich bin sehr, sehr gespannt jetzt. Ich muss halt unbedingt mal gewinnen. Okay, hast du eigentlich schon bei dir... Nee, hast du noch nicht, ne? Den Scout-Bericht über deinen Gegner? Nee, habe ich gerade doch bekommen, ja. Achso. Habe ich ignoriert, wie immer. Okay, das ist der Way of Success. Ja. Ja, dann mache ich das doch auch, Tobi. Also, du kannst doch gar nichts machen. Also, sagt ja erstmal nur, was die alles können. Ja, aber man könnte ja umstellen, theoretisch dann noch. Ja, gut, aber das kann man dann gleich nochmal vom Spiel machen. Gibt's dann nochmal die Teamsitzung, wo man dann nochmal ein paar Sachen umstellen kann? Sven Brodersen, es ist unsicher. Was? Ich kann ja nochmal gucken, aber. Ist mir doch glatte, ich hab eh. Ja, hau rein. Mach's gut, Brodersen. 4 von 8 Vorlagen kamen von rechts in den letzten. Erste Sache, punkto Transferoffensive. Schaut mal unter den vertraglosen Spielern nach Verstärkung. Dort müsste Nasri verfügbar sein. Kostet zwar viel Gehalt, wäre aber mit Abstand bester Spieler der Liga und etwa 17 Millionen wert. Ja, easy für Pauli und HSV. Danke für diesen Tipp. Gundahini sagt, warum sollte Nasri in die zweite Liga gehen? Geht sowas beim Spiel? Nee, das wird allein scheitern an den Gehältern.
So, da müsste ich 10 Spieler erstmal losschicken, damit ich irgendwie das Gehalt zahlen kann. Könnte man machen, theoretisch. Also, ich glaube, mit einem Lasogga kannst du schon nachts überzahlen, wenn du den Lasogga von der Gehaltsliste bekommst. Ich muss kurz mal mich mit Sven Brodersen auseinandersetzen, weil der frustriert ist, dass Früchtel spielt und nicht er. Sven muss weiter geduldig sein. Das ist meine Auseinandersetzung. Du hast es ja über die Journalisten auch noch gemacht. Stimmt, das ist noch schwieriger. Ich habe erneut eine Warnung erhalten. Oh. Ist erneut vom Verband verwarnt worden, diesmal wegen Äußerungen nach Hamburgs 1:1 gegen Dresden. Hm. Escher reagiert der Bus auf den Platzverweis von Nari, obwohl die Fernsehbilder zeigen, dass der Schiedsrichter gespannt die richtige Entscheidung traf. Ja, das sehe ich nicht so, aber gut. Tobi Escher, wie er lebt und lebt und ausrastet. Die Fernsehbilder haben genau das Gegenteil gezeigt. Guck mal, ich bin so sauer, ich habe jetzt hier die Maus hier schon kaputt gemacht. Aus Versehen. Du hast vorhin auch hier schon dein Mikro runtergeschmissen. So, ich bin sauer. Beruhig dich, das kommt alles wieder hoch. Genau deswegen haben wir es ja nicht mehr gespielt. Das kommt alles wieder hoch. All diese Traumata, die ich hier erlitten habe als Trainer. Aber vielleicht ist es gut, dass wir heute nur 1,5 Stunden machen. Vielleicht. Bevor wir hier. Ich schaffe die erste Halbzeit des Spiels. Genau, ja. Ich habe dann nachher auch noch Sendungen. Von daher. Ja, gut. Darf ich da nicht zu. Ich kann alle meine Emotionen hier rauslassen. Hier, übrigens. Bei mir will jemand hier Sportdirektor werden. Ralf Heskamp. Der ist bei. Bei Halle, genau. Ich weiß gar nicht, habe ich keinen mehr oder was? Hast du einen gesucht oder was? Ich weiß es nicht mehr. Da kann man für alle, die nochmal neu dazu gekommen sind, ist schon wieder so lange her. Kann ich hier nochmal meinen Trainerstab vorstellen. Mit Co-Trainer Mehmet Scholl, der für mich arbeitet. Und an seiner Seite steht als Assistenztrainer Ralf Gunisch, aka Felgenralle. Und das sind meine beiden Star-Trainer, die ich auf meiner Seite habe. Und Richard Golz als Torwarttrainer natürlich noch, stimmt, den darf man nicht vergessen. Und einen Mann namens Goebbels als Fitnesstrainer. Den habe ich nicht ausgesucht, Freunde, bitte. Also, bevor ihr den Shitstorm bitte zurückhalten, der war schon da. Der wird auch noch genauso geschrieben, das ist unfassbar. Ich kann nur sagen, ich habe Dietmar Hamann in meinen Reihen. Stimmt, ja, du hast Dietmar Hamann, ja. Didi, mein guter Freund, A-Lizenz-Trainerschein hat er. Er ist bei mir Assistenztrainer, erstmal. Der verdient ein Viertel von dir. Der verdient 10.000, er 2,5. Das ist so realistisch. Didi Hamann, das ist immer noch mehr als bei Sky. Von daher. Nein, das ist nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist echt krass, ne? Wie viel ich hier. Ich verdiene so viel wie die alle zusammen. Übersicht, ich wollte noch kurz zeigen, wen ich noch so alles habe. Warte mal. Habt ihr auch ein paar andere. Ich verdiene ja 4.500 mehr als du. Du bist ja auch bei dem adligen HSV. Nee, ich habe immer noch Uwe Stöber und ich lasse auch Uwe Stöber. Warum soll ich Uwe Stöber entlassen? Was geht ab? Entschuldige, ein bisschen Husten, ich bin ein bisschen erkältet. Und das war der Grund, unter anderem, warum wir manchmal das aushalten lassen mussten. Ja. Aber hey, heute bist du da. Oh, ich habe Spieler von der Nationalmannschaft berufen, da bin ich jetzt gespannt. Was, wen? Ich glaube, Lasogga. Aber ich bin mir nicht sicher. USA-Trainer Marcelo Lippi, ist der USA-Trainer aktuell? Keine Ahnung. Ich bin bei Nationalmannschaften ja komplett raus, muss ich sagen. Ich habe nicht mal ein Spiel gestern geschaut. Also Bobby wurde es berufen, aber der ist ja gar nicht bei mir. Der ist ja beim, Ey, solange wir hier noch vorskippen wegen Gedöns, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was sagen zu dem gestrigen Spiel. Ja. Weil ich habe es gar nicht geschaut. Ich kann keine Werbung machen sagen, quasi. Aber wir haben Bundesliga National tatsächlich aufgenommen diese Woche, so als kleine Folge, weil für eine normale Bundesliga-Folge war es auch ein bisschen zu wenig und wir wollten ja Football-Manager weitermachen. Morgen um 9.30 Uhr oder um 10? Um 10 Uhr. Um 10 Uhr auf YouTube Premiere. Eine weitere Folge Bundesliga International, wo wir über Deutschland gegen Niederlande reden. Und Eddie war in Wolfsburg dabei sogar und hat sich das angeguckt vor Ort und war schockiert über die Stimmung. Und wir reden auch ein bisschen über die Geschichte mit Jay, mit André Vogt. Ey, das ist so krass. Ich will jetzt gar nicht zu viel, ihr habt ja bestimmt drüber gesprochen, aber ein Freund von mir hier, der Nico, der letztes Jahr auch bei Bundesliga auch zu Gast war, Nico Heimer. Ja, Nico von OneFootball. Genau, der hatte mir auch geschrieben, dass die ihn eigentlich interviewen wollten und das Interview kam dann ja auch bei der Freunde raus, aber der meinte halt, dass der gerade natürlich super viel abbekommt und erstmal untertauchen will zu dem Zeitpunkt, was halt total hart ist, ne? Also, dass der halt dann auch so viele Drogen und all so ein Scheiß bekommt, das ist echt auf was für ein Level das so ist. Und Ede wird ja dazu wahrscheinlich noch mehr gesagt haben. Deswegen habt es auf dem Auge. Bundesliga International. Ich kenne André auch schon. Läuft wann? Morgen um 10 Uhr auf YouTube Premieres. Und ich kenne ja André auch schon länger. Also
Wir haben ja tatsächlich mal einen Podcast gemacht, den haben wir hier aufgenommen bei Rocket Beans. Ach so. Weil er war irgendwie für ein NBA-Ding da und ich war für Bundesliga da, haben wir uns hier getroffen, haben den hier. In diesem Zimmer sogar haben wir den aufgenommen. What? Meter. Damals gab es das Handy noch nicht, das waren noch alte, das waren noch primitive Zeiten hier. Ja, das ist halt krass so, das dann so mitzubekommen von jemandem, den man kennt. Aber er ist auch hoffentlich legt es wieder, weil er wollte eigentlich bei Bundesliga noch vorbeikommen diese Saison. Ja, ja. Guter Mann, ja auch. Guter einfach. Mann, ja. Aber schon sehr erschreckend. Ja, also total. Total. Also auf so einem Level wirklich. Aber da können wir jetzt eh nichts großartig zu sagen, außer dass es erschreckend ist. Deswegen lass uns lieber den hoffentlich schönen Themen widmen, wenn wir dann es auch gewinnen. Und ihr werdet ja da bei Bundesliga international drüber sprechen, von daher alles cool. Ich habe eine ganz schlechte Überleitung, aber das lass es sein. Ich kann das jetzt nicht überleiten, weil meine Nachricht ist nämlich, dass mein Jungtalent Heil einen Profivertrag bekommen hat. Also das kann ich nichts für. Hab mir nicht ausgedacht. Ogechika Heil. Gibt's den wirklich? Ich kenne ihn nicht. Weißt du, was eine Frechheit ist? Aber er hat auf jeden Fall einen Profivertrag bei mir bekommen. Kam bei den Fans gut an. Gute Ballannahme, gutes Dribbling. Und die Fans entscheiden ja alles, wie man weiß beim HSV. Ja, die Fans entscheiden alles. Das ist ein Flügelspieler, ja, den brauche ich jetzt so gerade gar nicht. Aber kann auch auf der 10 spielen, aber auch nicht so gut. Ja, gut, okay, aber der ist noch sowieso noch ein bisschen zu jung. Den kannst du gleich ein paar Meter weiterschicken zum Millern-Tor. Ich habe noch 14 weitere Spieler sind berufen. Wow. Lacroix, aber ganz viel für U21, okay. Weißt du, was eine absolute Frechheit ist? Dass Möller-Deli nicht für Norwegen nominiert wurde. Tut mir nicht weh, weil dann kann er sich auch nicht verletzen, aber so ein guter Mann und Norwegen sagt einfach, nee. Das finde ich schon. Okay, er hat 22 Länderspiele absolviert und kein Tor erzielt, aber hey, mehr Fitness, also auch, mehr Fitness für Pauli. Ja, man, aber der spielt doch echt auch. Na gut, okay. Zusammenfassung der Taktikratschläge. Hast du auch schon Taktikratschläge bekommen? Erstmal hat Avevor einen neuen Vertrag bekommen und Taktikratschläge habe ich auch bekommen, ja. Mhm. Und zwar, bei mir wird gesagt, 6-7 unterstützen Aufgaben bei ausgewogen angemessen. 2-3 angreifende Aufgaben bei ausgewogen angemessen. Welche denn? Kann man das? Also ich muss jetzt auch offensiv auf ausgewogen, nee, auf offensiv umstellen, glaube ich. Ganz kurz, lass uns erstmal hier durchgehen und dann zu dir switchen. Ja, mach du mal, ja, genau. Also, meine Anweisung ist, meine Anweisung soll sein, enger decken, könnte das Teamwork des Gegners einschränken, breiter verteidigen, Gegner kreiert vermutlich Chancen über außen und Flanken früh schlagen, würde unsere Chancen auf Tore verbessern. Bin ich auch dafür, weil ich ja Henk Fährmann vorne habe. Deswegen setzen wir die alle drei um. Die gefallen mir sehr gut. Also bei mir hat Mehmet Scholl vorgeschlagen, ausgewogen zu spielen und nicht offensiv. Okay. Mehmet, wenn du das sagst, okay. Aber er möchte, dass wir früh Flanken schlagen. Das halte ich jetzt für dagegen Darmstadt nicht für die beste Idee. Das lassen wir sein. Und wir werden ihre Schwachstellen auf der rechten Seite auf jeden Fall mal ausnutzen. So. Fortfahren. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht? Weil dann kann ja mal Douglas Santos wieder ein bisschen was bringen. Die Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels. Wen darf ich beleidigen? Soll ich. Also, Thorsten Farnbacher vom Hamburger Fußballblatt ist mir schon unfreundlich gegenüber gesonnen. Ich glaube, den muss ich mal ein bisschen. Also, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ich antworte mit bla bla bla. Denken Sie, es gibt eine Chance, dass Darmstadt. Ich werde jetzt mal Ihnen mit Respekt gegenübertreten. Es ist jetzt ein schweres Spiel, aber ich glaube an meine Qualitäten. Ja, Köln wird aufsteigen. Es kursieren Berichte, nach denen Sie rasant an Unterstützung aus dem Kader verlieren, der eh schon als vergiftet beschrieben wird. Das ist Dominik Golz natürlich wieder, der von der deutschen Fußballpresse, das kennt jeder, dieses Blatt. Ja, das ist eigentlich schlimmer als die Bild. Das ist die Bild, quasi. Aber ganz kurz, willst du das wirklich ruhig beantworten oder willst du hier nicht mal sagen, ey, Digga, so geht das nicht? Jetzt muss ich schon bestimmt werden und sagen, das ist totaler Nonsens, das kann ich Ihnen versichern. So. Sehr schön. Einmal mal, da unterstütze ich dich sogar mal, muss ich echt sagen, weil die können ja nicht schreiben, was sie wollen einfach. Genau. Also. Wäre halt so lustig, wenn da so eine Taktikanalyse käme. Von der Presse. Das wäre wirklich witzig. Dann auch mit kompletten Bullshit. Escher, glaub nicht. Ich mach, Tobi Escher schreibt. Ich finde, das macht mir so viel Angst, dieses Bild. Das ist so viel furchterregend. Es sieht wirklich aus wie ein, ich sag's nicht, aber es wirkt wie so ein Serienmörder oder so.
Ja, das bin ja halt ich, das ist ja das Traurige. Es ist halt wirklich, ist ja ein Scan von mir. Und du hast dich ja einfach blau gemacht, du hast dich ja... Ich bin ein Navi aus, von Avatar. Wo kann man das nochmal... Weiß ich gar nicht. Ja, gucken wir uns lieber nicht an, weil das ist wirklich echt erschreckend. Ich schau mal nach dir, aber ich finde dich nicht. Alexandro, guter Mann. Ah, zu viele. Da ist er doch. Da. Oh, das sieht ein bisschen aus... Witze, Gedächtnisversuch in Blond. Ja, das sieht, ja, sieht ein bisschen aus wie Kiesling. Ist nicht? Der ja, stimmt, ja. Wenn Kiesling bei James Camerons Avatar dabei wäre, würde er vielleicht so aussehen. Ja, Kiesling unter Blaulicht. Kiesling, gerade von der Polizei abgeführt wird. Oder beim Feiern. Oder beim Feiern. Die tun da Blaulicht feiern, wer kennt es nicht. Taktik-Briefing vor dem Spiel. Ja, jetzt müssen wir unsere Briefings abhalten. Mach du mal dein schönes Briefing. Also, Leute. Zu viel ist zwar auch nicht gut immer, aber gerade Möller Deli muss ich kurz mal. Warum kann ich dem keine Anweisung machen? Ich sag. Gerade Möller Deli. Gerade Möller Deli. Ja, aber nein. Okay, dann Diamantakos. Versuchen Sie heute die Zwischenräume zu Ihrem Vorteil, denn ich will, dass Sie den Zweikampf. Hauptfuß. Nee, Pressing ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich möchte, dass Sie heute bei jeder Gelegenheit nach vorne gehen. Der ist ja ganz vorne. Zeigt keine besondere. Okay. Ja, gut. Was kann ich bei ihm sagen? Ich will keine sinnlosen Dribblings sehen. Ich fordere ihn auf, den Ball zu halten, das Tempo zu kontrollieren. Nee. Aber hier, Flum im Zentrum. Achten Sie auf das Geschehen um Sie herum und sorgen Sie dafür in allen Phasen des Spiels. Ja, Flum. Schon mal wichtig. Auch keine Reaktion. Ich mach nochmal eine Mannschafts... Ah, das geht nicht, okay. Formation mache ich nochmal kurz eine Ansage und dann kannst du machen. Kreativer Spielen habe ich vorher schon eingestellt, tatsächlich. Das sollten die ja. Kannst du ja nochmal drauf hinweisen, quasi. Ja. Enger decken finde ich sinnvoll. Hatte ich ja auch angepasst. Das wollen sie auch hier. Da freuen sie sich drüber. Genau, das hatte ich ja auch angepasst kurz vorher. Bei den Schießen weiß ich halt immer noch nicht, da bin ich hin und her gerissen, ne? Weil eigentlich ist ja von weitem Schießen immer gut, aber man hat gesehen, da kam nichts bei rum. Würde ich halt sein lassen. Flanken früher schlagen. Sage ich denen nochmal sehr gut. Die deine Leute stehen auf Antifußball auf jeden Fall. Mann, ja, die Zweikämpfe müssen ja reingehen. Ja. Und mehr Flanken. Und ein bisschen höheres Tempo. So, das reicht. Das wollten sie nicht. Tempo ist ihnen nein. Oh Gott, nee. Tempo, das lassen wir wieder sein. Sitzung beenden und damit kannst du jetzt deine. Ja, ich halte auch mein Briefing ab. Ich muss mal überlegen, was ich überhaupt mache. Ja, Taktik. Ich werde Ihnen nochmal sagen, wie wichtig es ist, mit ausgewogen ranzugehen. Auch so gerne Ansprache. Leute, es ist wichtig, heute mit der grundausgewogenen Ausrichtung ausgewogen ranzugehen. Da freuen sie sich drüber. Hurra! Wir spielen heute ausgewogen. Hey! Hey! Ich wollte ja ein bisschen über links angreifen. Fokus aufs Spiel bei links. Das finden sie aber auch gut. Und ja, das finden sie auch gut. Dann sage ich nochmal Douglas Santos, dass ich von ihm versuchen sie so oft wie möglich nach vorne zu gehen. Und ich sage noch, Fiete Abel soll mein Tor schießen. Kann ich ihm nicht sagen. Schade. Sind übrigens noch 5 Spiele bis zu unserem Derby. So. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es heute nicht mehr. Nee, nein, ja, nein, alles gut. Wir haben ja, es wird ja nicht die letzte Folge sein. So, weiter geht's. Der Chat sagt gerade, mein Lacroix ist angeschlagen, aber ich weiß nicht, ob das eine dieser berühmten Fake News ist. Habe ich gar nicht mitbekommen. Haben Sie sich hat doch, er ist verletzt, steht ja hier, oh, ich hab's verpasst. Oh nein! Zwei Tage, easy. Also eine Knöchelbrüllung, jetzt komm, leck. Josh Timon, bester Mann, den muss ich mal wieder loben. Ich wollte mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen zu sagen, dass ich mit Ihren jüngsten Trainingsleistungen sehr zufrieden bin. Immer der einfachste Weg, die Leute glücklich zu machen. Es ist schön, dies von Ihnen zu hören. Wenn alle so spielen würden wie Josh Timon, wäre ich auf Platz 1. Dafür kritisiere ich jetzt mal Kornschuh, die alte Pfeife. so. Ich werde aber jetzt erstmal trotzdem Frick von Drungeln aufstellen statt. Aber er hat auch gesagt, er versteht das. So. Ja, ich verstehe das. Auf geht's. Und dann kommen wir auch schon endlich zu unserem Spiel jeweils. Und wir lassen das auch wieder parallel laufen, oder? Ja, läuft ja parallel, oder nicht? Also ich glaube, wir müssen da einmal auch weitermachen. Ja, einmal noch weiter. Dann sind wir nämlich so weit. Und dann. Dann lassen wir die Leute, glaube ich, noch ein bisschen zappeln, weil ich glaube, dass jetzt. Habe ich gelernt, Fortbildung, Fernsehmacher, an einem Cliffhanger
in die Werbung gehen. Ist das so? Wenn es am schönsten wird, sollte man in die Werbung gehen. Ja. Okay, dann machen wir die einmal. Sorgt für 3% mehr Umsatz. Und dann, liebe Leute, dann geht's richtig los mit dem Football Manager 2019 und mit unseren ersten Spielen. Mal gucken, ob heute alles besser läuft als beim letzten Mal. Wir sind zuversichtlich. Schauen wir mal, was draus wird. Bleibt dran. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück zum Football Manager 2019. Folge 317 mit Sandro und mir. Wir sind endlich angekommen bei Spieltag Nummer 8 und das ist Matchday. Yes. Ja, ich freue mich schon drauf. Ist genau auch drauf mit einer neuen Taktik. Ja, ich habe eben noch gemerkt, dass Knoll doch rechtzeitig fit wurde. Oh. Und dadurch muss ich nicht mit Schopenhauer in der Innenverteidigung spielen, sondern kann Knoll dort spielen lassen, dem Ave War. Mhm. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich einfach trotz der Verletzten eigentlich zu viele Spieler habe, weil ich nicht weiß, welchen von den sieben ich mitnehme, aber ich glaube, ich behalte es dabei. Ja, ist natürlich jetzt blöd, dass ich so viele Außen-Mittelfeldspieler habe und ich jetzt mal was anderes probiere. Aber hey, das wird super. Das ist deine Aufstellung, deine fertige? Ja. Achso, okay. Ich mach du mal deinen da fertig bei dir, dann mache ich danach meine Teamauswahl. Okay. Spielevorschau. Aber wir spielen Hamburg, hier noch so Köln, Union, Duisburg. Heidenheim. Nicht das der Hammer-Spieltag. Für mich ist eh egal, ich muss so oder so gewinnen. Du hast einen Sieg. Ich kann auf keine anderen achten, ich muss nur auf mich achten. Hast schon die ganzen Phrasen raus, die ganzen Fußballer-Phrasen. Wir müssen vom Spiel zu Luca denken. Zander und Diamantakos 4 die Spielpreise. Ich weiß. Folglich werden sie Mühe haben bis zum Abpfiff. Ja. Warte mal, habe ich ganz kurz bei Zander, habe ich da zumindest den Dings mitgenommen, den Duziak. Nee, da unten ist er. Dann muss ich das kurz noch wechseln gegen. Hey, Alagui, ne? Auch seine besten Tage hinter sich. Buchtmann, Schenkschein, ich kann mich nicht entscheiden. Was ist denn hier mit Weihrauch los? Fitnesstest, bestanden. Um Spielpraxis zu sammeln, maximal 45 Minuten Spielzeit empfohlen. Ja, tschüss. Mach's gut. So. Damit bin ich bereit. Ja, bei mir habe ich jetzt keine großen Änderungen vorgenommen. Berati hinter Ab Wang. Lasogga kann ich immer noch reinwerfen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier Lacroix spielbereit ist. Er sitzt auf der Bank. Banuman, der im Chat schon von mehreren gefordert wurde, spielt übrigens. Hat auch die letzten Spiele bei mir schon gemacht. Hat sie auf rechts fest gespielt. Guck mal, bereit zum Spiel, ja. Also Lacroix scheint wohl bereit zu sein. Die Spieler wärmen sich auf. Bitte einen Moment Geduld. Oh Gott, ich bin so gespannt, Tobi. Ich bin so fucking gespannt. Mein Gegner spielt natürlich im 4-4-2. Geht ja nicht anders bei Dirk Schuster und Darmstadt. Ist auch im echten Leben nicht mehr in Darmstadt. Mir wird auch, ich werde schon kritisiert, dass ich Buchmann und Duziak nicht spielen lasse. Ja, das ist natürlich die St. Pauli-Fans sind da knallhart. Ja, aber abwarten. Na, geh mal los, mach mal deine Ansprache hier. Noch eine, meine. Du hast Ansprache um Ansprache. Ansprache um Ansprache, natürlich leidenschaftlich, weil wir müssen hier einfach Punkte holen. Es ist Zeit, diesen Negativlauf ein Ende zu setzen. Geh da raus und mach das wahr. Da fehlt mir aber noch die epische Musik. Von Hans Zimmer. Gut, was sage ich meinen Spielern? Ich warte heute einen Sieg von euch, Jungs. Ganz einfach. Wieso sollte ich eigentlich vorsichtig sagen? Wieso sollte ich auch unwillig sein? Weiß ich auch nicht, ob es irgendjemand macht. Wahrscheinlich, wenn es zu gut läuft, wenn man nicht mehr 10-0 alle wegpimmeln will, dann ist man unwillig. Vorsichtig, ich sage jetzt einfach mal ganz bestimmt, ich erwarte heute einen Sieg von euch, Jungs. Vielleicht war das das Problem. Die Spieler haben keine Reaktion. Vielleicht war das das Problem beim FC Bayern München. Vielleicht war der Trainer zu unwillig. Vielleicht kam Kovac an und hey Leute, ihr habt die letzten Jahre alles weggepimmelt. Was konnte ich da sagen als unwillig? Ja, geht raus und genießt es. Geht raus und genießt es. Ich hätte natürlich hier mehr, das wird mir auch von Boskamp gesagt, von meinem Co-Trainer, wir sollten der Mannschaft sagen, dass sie für die Fans spielen sollen. Blablabla. Ich glaube, das ist eh bei St. Pauli. Ja, das sagt bei St. Pauli sollte das in jedem Spieler drinstecken. Deswegen habe ich mal gesagt, ey Leute, geht da raus und macht es wahr. So, und weil vielleicht die Leute schon gewartet haben. Nee, ich muss jetzt mal kurz hier einmal kurz noch an Douglas Santos meine persönliche Ansprache. Was ich von ihm was erwarte heute. Dass ich einen guten Auftritt von ihm erwarte. Antichrist sagt, es ist wichtig, dass man die Ansprache ordentlich macht. Ja, habt ihr nicht das Gefühl, dass wir das ordentlich machen? Also, das habe ich jetzt gerade ordentlich gemacht. Also, das ist jetzt wieder eine Kritik, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich hab ja nicht unwillig gemacht. Das wäre natürlich schön gewesen, das zu tun mal, aber. Ich muss noch ein Interview geben. Louis Holt, wie ist der Kapitän heute? Welche Qualitäten bringt er mit? Ja, im echten Leben oder ist er nicht mehr Kapitän ab nächstes Jahr? Mhm. Geht er weg vom HSV?
Ich denke, es kann noch viel mehr von ihm kommen und das Tragen der Kapitänenbinde wird ihm dabei helfen. Ich hoffe, dass er das Interview nicht vor dem Spiel hört. Auf geht's. Uiuiui. Das müssen wir uns jetzt nicht anschauen, oder? Lass uns gleich aufs Spielen gehen. Ja, bei mir geht's jetzt los. Das Spiel. Ja, bei mir auch. Anstoß. Oh, bei mir regnet es in Strömen. In Darmstadt regnet es in Strömen. In Hamburg hingegen scheint die Sonne. Gute Temperaturen. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Einstellung gemacht? Das habe ich wieder. Die Kamera ist mega für den Arsch, glaube ich. Warte mal. Du meinst aber, ob wir hier Highlights und so haben, ne? Erweiterte Highlights. Jo, ja, erweiterte Highlights. Das ist okay. Gut. Matti Steinmann ist am Ball. Steht mit dem Ball rum. Van Drongelen. Van Drongelen steht mit dem Ball rum. Also das habe ich aber nicht eingestellt, dass die Jungs mit dem Ball rumstehen sollen. Das ist keine taktische Anweise von mir. Jetzt geht Bates. Das ist die zweite Minute, Tobi. Beruhig dich. Ja, aber was machen die denn da? Guck mal. Die stehen mit dem Ball. Guck. Ja, aber noch erschreckender ist, dass Darmstadt nicht raufgeht. Da kommt der, ist ja das Spiel der deutschen Mannschaft bei der WM geradezu dynamisch. Aber was komm, steht? Dann so ein Todespass. Was geht ab? Ah, oh, Chance. Bei mir ist 12 Minuten lang noch nichts passiert. Hingegen. Du bist schon in Minute 13, 14. Ich bin noch in Minute 2. Das ist immer der Witzige, wenn das so parallel läuft und der eine hat so eine mega Chance und der andere gar nichts. Oh, bei dir passiert was? Ja. Klingmann steht rum. Langer Pass. Ach, scheiße. Was sind die anderen? Das sind die anderen, die Feinde und... Oh, Glanzparade. Früchtel, guter Mann. Glanzparade von Früchtel. Aber jetzt kommt der Konter. Fährmann, spielt erstmal rüber, verlangsamt. Ach. Bei mir ist jetzt wieder Action. Mangala am Ball, er steht mit dem Ball. Aber jetzt spielen sie doch mal ein paar Pässe. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, Dynamik, Leute. Dynamik. Raus zu Santos, von dem ich viel erwarte heute, habe ich mir jetzt vor dem Spiel gesagt und nochmal in der... paar Tage davor auch nochmal. Mangala! Tor! Aus dem Hintergrund müsste Mangala schießen. Mangala schießt und Tor. Das war echt so. HSV klettert auf Platz 7. Auf den vierten Platz klettert der HSV sogar. What? Das ist ja genauso, wie ich es Ihnen eigentlich gesagt habe. Santos von links dann das Kopfballduell mit Absicht verlieren gegen Aita Zulu und dann einfach den Ballvolley reinhauen. Genauso haben wir es besprochen. Man kann übrigens natürlich auch wieder Anweisungen machen auf Zurufe und bei, ich glaube bei uns ist es viel zu laut und, schade, Diamantakos. Diamantakos hat einen Kopfball. Ihr seht jetzt gerade bei mir ist es gerade ein bisschen blöde, weil die waren in meinem Strafraum. Da waren gerade fast alle. Bei mir war gerade ein Kopfball, aber nichts ist passiert. Du warst schon eine halbe Stunde vorbei, bei mir ist gerade mal eine Viertelstunde vorbei. Ich mache jetzt mal eine Ansage hier. Aber bei mir ist es so laut im Amelantor. Ah, Santos hat den Ball gewonnen. Santos legt ab auf Arp. Arp schießt. Oh. Also, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Diamantakos. Ich werde jetzt mal mit zu. Diamantakos schießt und Diamantakos schießt vor. Ich würde gerne loben. Ein Lob, bitte. Hör doch auf. Ich habe jetzt von draußen ein Lob zugerufen. Führe taktische Änderung durch. Ein Lob. Diamantakos übrigens schon mit 2 Chancen. Das sieht nicht gut aus für seine Zukunft. Jetzt passiert wieder was bei dir. Ja, aber der Gegner hat den Ball. Das macht mir ein bisschen Sorge. Der Gegner hat den Ball. Oh. Und von Knoll weggeköpft, aber wieder Sandhausen am Ball. Spielt den Ball hin und her, wie in einer Trainingssession. Bei mir stehen 2 Spieler auf dem gleichen Fleck rum. Alles läuft aber super. Oh, scheiße, bei mir ist ein Tor gefallen. 1-1 oder was? Ui. Wir haben es verpasst. Aber bei mir, nein, Früchtel hat alles safe. Ich hab jetzt nur bei dir geguckt, bei mir passiert so eine Scheiße. Kaum habe ich sie mal gelobt. Schon kriegen sie einen, deswegen lobt man seine Spieler nicht. Der HSV fällt zurück auf Platz 7. Ui, aber da kannst du auch nichts machen. Hä? Der ist doch direkt beim Torwart der Ball. Ach. Der hätte doch halten können. Ja, okay, Früchtel hätten gehabt, aber. Du hast mich abgelenkt. Ich hätte was sagen müssen. Ich hätte sie nicht loben dürfen. Der hätte nicht auf den Chat hören sollen, die gesagt haben, man muss nett zu den Spielern sein. Und bei mir ist ein gegnerischer Angriff. Ach, oh, meine Scheine ist scheiße, ey. Die hatten nicht mal eine Chance. Okay, bei mir steht zur Halbzeit anscheinend 0-0. Wenn das jetzt so bleibt. David Bates sieht jetzt auch noch gelb. Ist ein ziemlich gleichwertiges Spiel. Ich weiß auch nicht so richtig, was schief läuft. Ich werde jetzt mal auf. Also, das kann nicht sein, Leute. Wir spielen hier in Darmstadt. Haben mal die Chance auf das 2-0. Okay, bei mir geht es kurz mal eine Mannschaftsanalyse. Oh, jetzt sehe ich ja Holtby mit einer Flanke. Achso, gucken wir bei dir noch. Holtby. Ja, aber eine Heuer Hernandez ist natürlich kein Pollersbeck. Währenddessen sage ich schon mal, was bei mir los ist. Schwierigkeiten in gegnerischer Hälfte in Ballbesitz zu kommen.
kaum Freistöße in vielversprechenden Bereichen zugelassen, das ist schon mal gut. Ja, im Gegensatz zu mir. Die haben nach unten in den zentralen Bereichen des eigenen Drittels sehr oft den Ballbesitz hergegeben. Das kann nicht sein. Also meine Mannschaft ist sehr negativ. Ich mache nochmal eine Teammannsprache. Auf den Ball hergegeben, Probleme gehabt, von Positionen auf links ins Angriffsdrittel vorzustoßen. Schwierigkeiten, den gegnerischen Hälfte in den Ballbesitz. Ja, Wandermann ist nicht gut. Jetzt müssen wir mal in die Noten reingucken. Was ist denn hier die Noten? Ich denke mal kurz wieder an die Fans. Raus mit euch und zeigt den Fans ein Spiel, das deren Eintrittsgeld wert ist. Könnte jetzt auch negativ ausgelegt werden. Nein, sie reagieren positiv auf die Kommentare. Und Bernd Nehrig, ein Führungsspieler, schien Vertrauen zu schöpfen. Henk Fährmann wurde durch die positive Reaktion inspiriert. Das freut mich. Bei mir wieder alles hier Mist. Ich werde jetzt, was du mir mitschreiben. Wir sollten der Mannschaft sagen, dass die Leistung enttäuschend war. Okay, Mehmet. Ich werde aggressiv. Ich werde jetzt aggressiv. Ich werde jetzt echt mal aggressiv. Okay. Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung da draußen. Die Mehrheit der Spieler reagiert positiv. Die sind alle heiß. Das ist gut. Bei mir ist jetzt die große Frage. Ich bin jetzt eigentlich ja schon aggressiver, aber bei mir ist die große Frage, wechsle ich meiner Deli gegen Buchtmann aus? Oder auch Diamantakos aus? Ich lasse es erstmal kurz bis zur 70. oder sowas und dann, wenn es dann immer noch nicht läuft. Ich werde jetzt ein bisschen... Ich bin noch gar nicht so weit. Oh, du hast schon wieder. Tut mir leid, ich habe schon weiter. Gut, ich habe jetzt hier noch mal kurz hier meine Taktik auf offensiver gestellt. Und ein bisschen nach Ballgewinn schneller. Also, es muss schneller werden. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ansonsten muss ich gleich mal wechseln. Spielt zu Nehrig. Nehrig spielt einen Pass, einen weiten Pass ins Nichts. Das war eine schöne Aktion, fand ich. Was war das denn? Oh, bei mir geht jetzt Heller gerade ab. Das finde ich nicht gut. Bernd fucking Nehrig, was war das? Jetzt hat heute den Ball weggegrätscht. Wir räumen Doug Fuß viel zu viel Platz ein. Stand da gerade. Mats Möller-Deli mit der zweiten Game. Ja, also. Irgendwie läuft das immer noch nicht. So. Immer noch nicht. Ich mach kurz einen Spielerwechsel. Und zwar wechsle ich Buchmann. Ich bin auch mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Für Mats Möller-Deli. Ich muss mal. Ich weiß ja nicht, wen ich einwechseln soll. Wer spielt denn schlecht? Okay. Weiter geht's. Also Wannermann spielt nicht gut, der muss raus. Holtby spielt nicht gut, der muss raus. Jetzt ist die Zeit für Lasogga angebrochen, finde ich. Oh, bei mir ist ein Freistoß. Naja. Also, die Zeit für Lasogga ist angebrochen. Genug Kuri auf Flum, Nehrig. Jetzt, das wäre doch schön, wenn Buchmann gleich mal mit einer offensiven tollen Aktion ins Spiel startet. Zander. Hm. Ach shit, Zander. Oh, oh, oh. Zander ist auch nicht mehr so fit. Zander! Thunderstruck. Was hat er denn gelernt bei Werder Bremen? Muss doch irgendwas mitbringen. Mir ist Buchmann, aber das ist immer wieder bei Zander. Zander, los, Flanke und Fährmann? Och, Fährmann, Alter. Ich hab dich extra spielen lassen wegen der Kopfbälle. Bei mir hat jetzt Holtby den Ball. Und es passiert nichts. Aber bei dir passiert, glaube ich, wieder was. Oh nein, der Ball auf Lasogga. Oh, Lasogga ist durch. Lasogga! Tor! Ich glaube, das war sein erster Ballkontakt in seinem Leben. Und er macht gleich das Tor. Bei mir ist währenddessen... Warte mal ab. Warte mal ab, was bei dir ist. Fährmann auf Buchmann, auf Buchmann. Schuhen. Ach, ich hab doch die Chancen. Der war noch abgefällt. Ich hab doch Chancen. Eckball. Knoll. Los. Lasogga. Ach, shit. Jemand Tacos. Ja, aber ich hab natürlich nie an Lasogga gezweifelt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Lasogga für Nasri zu verkaufen. Alter, bei mir geht hier alles gerade mein Herz. Shit. Buchmann. Kegel aus Käse fragt, gibt es Lasoggas Mutter im Spiel? Nun. Frage für einen Freund. Kann man denn gucken? Nein. Oh, Früchte, guter Mann. Ich gucke jetzt mal gerade, wer denn sein Berater ist. Kann man das hier sehen? Nee. Klingmann, Flanke. Nee. Okay. Freistoß für den. Du bist erst in der 58. Minute, ich bin schon in der 71. Obwohl ich früher gestartet habe, die zweite. Ja. Bei mir geht halt mehr ab. Bei dir geht gerade mehr ab. Bei mir geht gerade nicht viel ab. Ich werde, glaube ich, nochmal die ein bisschen wechseln. Ich werde meine offensive Einstellung wieder ein bisschen kontrollierter machen. Die müssen doch irgendwie ein fucking Tor erzielen. Bald wie mit dem Freistoß. In den Winkel. 3-1. Schalalalalala. Ja. Ja. Okay, 68. Minute. Ich wechsle nochmal. Ja, Fernandes geht erst in die falsche Richtung gerade, weil sind wir auch eher selten. Aber gut,
Was? Ich will nichts gesagt haben. Guck mal hier, bei mir sind Flum, Knoll und Diamantakos sind nervös. Was ist los mit denen? Santos darf jetzt mal eine kleine Pause bekommen. Wechseln wir den mal aus. I like Guido, alter Hauding. Zeig mir, was du kannst. Fährmann oder Diamantakos? Diamantakos. Bestätigen, so. Frischer Wind im Sturm. Also bei mir ist das Spiel gleich vorbei, wir gehen auf den letzten Minute los. Die 70. Minute. Ey, drei Punkte werden so wichtig. Ah, ja. Dann geht's wieder ab bei mir. Das sieht doch schön aus, so will ich sehen. Mangala auf Ab, Ab wieder raus, genau, war Nummer. Jetzt müsste man langsam da in die Mitte, Das sind immer die Top-Tipps, die ich wieder gebrauchen kann. Sakai ist doch frei, schieß doch mal drauf. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht gut aus, so soll das aussehen. Mir war gerade ein Weitschuss, der gar nicht mal ungefährlich war. Und die letzte Viertelstunde bricht an. Oh, nein. Gegnerischer Konter. Guck mal, bei dir hier, Luis Holtbert, ein Tor geschossen. Hast du schon mitbekommen? 3-1 für Hamburg. Das freut mich. Ich wechsle jetzt nochmal aus. Oh nein, ein Freistoß von... Jairo kommt nochmal zu seinem Einsatz auf einer Position, die er eigentlich gar nicht kann, aber das kann man, glaube ich, mal machen in den letzten Minuten. Das macht mich fertig, dieses Spiel. Knoll. Wir haben keine Zeit, Spiel! Meine Fresse. Wir haben doch keine Zeit. Ich habe auch kein Zeitspiel eingestellt. Was macht ihr da? Langer Ball nach vorne. Sauber, Knoll. Fährmann. Und Fährmann, du Pfeife. Letzter Nachschuss. Malu, ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe doch auch schon Schüsse trainiert. So, Eckball. Ich habe jetzt Fährmann und Alagui vorne. Und Alagui steht einfach da und macht gar nichts. So, jetzt in... Abpfiff, währenddessen böses, bei mir. Böses Foul, Freistoß, gute Freistoßlage. Aber jetzt wird weggeschaut. Oh, okay. Knoll. Und. Warum ist denn da keiner? Aber vor, jetzt nach außen. Ja, oder so. Alagui, was rennt der da eigentlich da rum? Der soll im Sturm spielen. Nukuri auf Avor mit Flanke, wo auch immer der hinschießt. Hey. 9 Minuten noch zu spielen. Dritte Liga, Pauli ist dabei. Dritte Liga, Pauli ist dabei. Ey, das Ding ist ja auch einfach, ich habe einen krassen Nachteil. Bei mir spielt noch nicht Alex Meyer. Gut, das ist natürlich... Mit Alex Meyer wäre das alles anders. Also nach vorne drücken eingestellt. Ich bin ja gespannt, ob du da noch irgendwas rausholen kannst jetzt hier. Aber es ist schon wieder ein torloses Spiel, also irgendwie langsam... 13 zu 14 Schüsse. Oh, leck mich. Boah, Latte, Alter. Latte. Unfassbar. Die letzten 3 Minuten laufen gleich. 3 Minuten Nachspielzeit. Jan Erich hat noch eine gelbe Karte. Jetzt ist es auch jetzt. Wir können auch nicht mehr kommentieren, das ist zu spannend gerade. Da ist Josh Timon mit dem entscheidenden Einwurf. Warten ab. Nukuri mit dem langen Pass nach vorn auf Fährmann. Er hat wieder die Chance. Und er macht nichts draus. War das jetzt die Chance? Böses Foul. Weiter geht's. Vorteil. Zander, Nerich. Flanke. Gute Flanke, aber Fährmann steht dort, wo er nicht stehen soll. Nukuri mit der Flanke. Ach, Fährmann. Du hättest doch höher springen können als der Torwart. Du bist doch schon 3 Meter groß. Komm, jetzt nochmal ein letzter Konter. Ach, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Ah, das Spiel läuft auch komplett in der Sandhausener Hälfte jetzt ab. Langer Ball nach vorne gepölt. Kann Fährmann eigentlich sprinten? Hat er die Fähigkeit, geskillt. Ey, die pfeifen da vorne, ohne Scheiß. Ich glaube, das war's jetzt.
Oh, geht doch noch weiter. Ist kein Doch, jetzt zum Spielende. Der FC St. Pauli trennt sich mit 0:0 von Sandhausen. Der HSV hat nach einer klaren Leistungssteigerung in Halbzeit 2 3:1 in Darmstadt gewonnen. So sieht's aus. Ich werde jetzt mal in die Teamansprache gehen und mal sagen, im Raum ist es alarmierend ruhig und die Atmosphäre ist angespannt. Also ich würde jetzt erstmal bestimmt sagen, ach ey, das gut ist gemacht, doch zum Kotzen. Männer. Die Mehrheit der Spieler hat positiv reagiert. Ja. So. Müssen wir uns sogar ein bisschen beeilen, wenn wir noch ein Spiel schaffen wollen. Gehen wir hin? Ja, komm. Ich hätte schon gar keinen Bock mehr. Was soll ich denn machen? Ich versuche doch alles Mögliche. Das ist so geil, dieses Spiel. Weil ich bin heute hier so angekommen. Meine Stimme geht auch langsam so weg, weil ich bin halt einfach wirklich erkältet und hab so, oh, Football-Manager heute, oh, ey. Und du hattest so richtig Bock gehabt. Also du bist heute wirklich den ganzen Tag hier gut gelaunt durchgelaufen. Und so, yeah, Football-Manager wieder, ich hab so Bock. Und ein Spiel. Und dieser Mann ist gebrochen. Dieser Mann ist kaputt. Muss das eindeutig sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit dem. Die Spieler sind ein paar positiv. Zumindest sind sie heiß. Trotzdem können sie keine Tore schießen. Weißt du, jetzt hat man schon zu null gespielt und dann treffen ja vorne nix. Ja, gut, die Mannschaft muss sich auch erstmal eingrooven. Die Defensive ist nicht deine Schwäche. Die Mannschaft muss sich auch erstmal eingrooven, heißt es hier. Was heißt denn eingrooven? Ich habe doch vorne nicht so viel umgestellt. Also klar, jetzt hier mit den Außen-Mittelfeldspielern und so, da ist nichts mehr. Aber die Stürmer, Alter. Fährmann hat schon so viele Spiele gemacht. Auf die anderen Ergebnisse. Köln kommt gegen Duisburg nicht über ein 1:1 hinaus. Der VfL Bochum sichert sich die Tabellenspitze mit einem 2:1-Sieg. Und auch Regensburg hat wieder 2:0 gewonnen. Schaut nicht schlecht aus. Du bleibst auf dem 15. Rang, also hinter dir hat sich nicht viel getan. Sandhausen ist aber nach vorne gerutscht ein bisschen mit dem Unentschieden. Ich bin auf Platz 5 hochgerutscht, das finde ich mal sehr gut. Ja. Ich muss, glaube ich, noch eine Pressekonferenz geben oder sowas. Nein. Man kann sich trotzdem mal fragen, warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, Alex Meyer Fußballgott zu verpflichten. Ich habe so viel auf dem Transfermarkt rumprobiert. Das wusste er eigentlich jetzt hier wahrscheinlich. Ich kam nicht auf Alex Meyer. Alexander Meyer. Spielt beim MSV Duisburg. Die Lappen. Den will ich mir schön holen im Winter. Hat zum 2 Tore geschossen bei 6 Einwechslungen. Mir wird vorgeschlagen, mehr Torabschlusstraining zu machen, aber genau das habe ich ja tatsächlich auch hast du schon mal versucht, also. Eingestellt. Also ich kann. Ich bin langsam am Ende mit meinem Latein. So, das Ding ist jetzt, wenn wir noch ein Spiel schaffen wollen, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ja, okay. Aber weil es ist nämlich eine 15-tägige Pause mit inklusive Länderspiel. Ich schicke sogar jetzt mal meinen Co-Trainer zur Pressekonferenz. Mit Scholl, was soll da schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Domenico Tedesco beleidigen, okay. Und der ist ja sowieso nicht mehr dabei. Bei Mehmet Scholl und so Leuten wie Mario Basler ist man sich eigentlich sicher, da kann ich nichts. Da gibt es keine. Der Fährmann hat sich wieder wundgelegen bei Pauli heute. Ey, Fährmann ist raus. Raus? Raus aus dem Sturm. Scholl bricht den Blick nach oben. Das finde ich schon mal gut. Ja, weiter. Ja, darauf können wir aufbauen und wir wollen nach oben. Wir wollen aufsteigen, wir wollen in die erste Liga zurück. Und das können wir auch. Und jetzt mit dem Spiel gegen Bochum haben wir eine Riesenchance nach vorne zurück. Guck's dir an, lass uns mal kurz bei mir schauen. Hier sieht man eindeutig das, was du eben schon gesagt hast, dass bei mir nicht das Problem in der Defensive ist oder hinten irgendwie, sondern hier vorne 6,4, 6,3, 6,6. Du guckst ja auch nicht so gut in dem Spiel, aber ey, mein Sturm funktioniert einfach nicht. Das ist bei mir ähnlich ein bisschen. Guck mal, Fährmann steht doch einfach außerhalb des Spiels. Vielleicht sollte er das sein lassen einfach. Vielleicht soll er sich ins Feld stellen. Ich glaube, das ist das Problem. Vielleicht versucht er das, weil er nicht der Schnellste ist. Dass er gleich ja, dann ein bisschen zurückfällt. Eigentlich cleverer Mann, aber trifft trotzdem kein Tor. Trifft das Scheuntor nicht. Pfeife. Gut, vielleicht, ja. Wenn der Trainer so mit seinen Spielen umgeht. Jetzt wird mir natürlich wieder im Chat vorgeschlagen von Antichris unter anderem, dass ich meine guten Außenspieler Cheng Shahin und Mats Möller-Deli halt auch auf Außen hinstellen soll. Oi. Ich wollte dich darüber informieren, dass Ito gerade neben sie spielt. Es nagt ihm, dass er nicht. Ich bitte mal Hand um Lösung des Problems. Oh, weißt du, was bei mir los ist? Hier sieht man gerade, Lovren. Friedhelm Funke ist unzufrieden mit meiner Vereinbarung, okay. Weil Lovren nicht genug
gespielt anscheinend. Ich habe das ähnliche Problem. Was ist Friedhelm Funkeln, was? Der, ich habe doch Lovren ausgeliehen von Düsseldorf. Und deswegen jetzt redest du mit Friedhelm Funkel gerade. Ja. Grüß ihn mal. Moin. Sag mal, gute Arbeit, die du leistest. Kann ich leider nicht, oder? Gibt's hier noch ein Feld? Nee, gibt's leider nicht. Ich stimme Ihnen zu, dass Lovrens Name ganz oben auf der Aufstellung stehen sollte. Ich werde darauf achten, ihn für den Rest seiner Leihe öfter einzusetzen. Ja, das werde ich tun. Ja, komm, hau rein. Diese, hast du gesehen, was er gesagt hat? Diese Unterhaltung hat lange genug gedauert. Mit sowas wie den FC St. Pauli geben wir uns nicht ab. Brodersen forciert seinen Abgang vom St. Pauli. Ja, mach's gut. Also, ich habe Hand gebeten, dass er mal mit Ito redet. Hand hat da keinen Bock darauf, hat gesagt, ich will mich da nicht einmischen. Also, Hand und Funkel, die könnten sich ja, glaube ich, zusammentun. Und beide so eine leicht arrogante Attitüde im Footballmanager. Ich möchte jetzt aber auch nicht mit Ito reden, ehrlich gesagt. Weil der passt halt nicht in mein System rein momentan. Das ist so ein bisschen ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, das ich habe, glaube ich, und was auch mich hier vor Probleme führt. Ich mag diese Raute und diese Raute funktioniert auch in Football Manager. Aber dieser Kader hat einfach mit Yatta, Narei und Ito drei Außenstürmer, die ich halt nicht einbinden kann. Und Ito ist jetzt unzufrieden. Jairo hat schon gesagt, er will den Verein verlassen. Kann man die Spieler, das ist jetzt die Frage, verletzen? Kann ich im Training sagen, so, geht mal bitte auf Jairo aus und verletzt ihn. Das würde viele Probleme lösen. Du kannst es mal probieren, aber das wird wahrscheinlich zu einem schlimmen Mannschaftsgefüge führen. Ich muss ja nicht mehr erfahren. Aber ja, stimmt. Aber du weißt, beim HSV wird es auch an die Bild- und andere Presseabteilungen weitergeleitet. Von daher, Maulwürfe sind da immer am Start. Aber es wundert mich schon bei dir mit dieser Raute. Normalerweise sollte man doch denken, dass die Raute das perfekte System ist für den HSV. Ja, wegen der Raute, ja. Update zum Verletzungsrisiko. Nukuri, ho, Alter, was geht denn hier ab? Schau dir das mal an. Hand steigt wieder voll ins Training ein. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Guck mal, was hier bei mir abgeht. Bei dem Verletzungsrisiko. Trainingsbelastung gering, gering, normal. Aber was? Spielbelastung. Ach, Nukuri, Möller-Deli, Fährmann und Avevoir sollten vielleicht mal eine Pause kriegen. Na gut. Das ja, gut, wir haben jetzt ja zwei Wochen Pause quasi. Guck mal, my man Josh Timon ist in der Top 11 der Woche. Ja, dein Lieblingsspieler. Ja, Mann, ey, das ist so traurig. Das ist der Einzige, der so richtig gut funktioniert. Zusammenfassung der Ratschläge für Spielerentwicklung. Ja, Sami Alagui sagt, es fehlt auf der Sturmposition an Breite. Dankeschön, Alagui. Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass ihr alle nicht funktioniert. Meine Fresse, ey. Ja, guck mal, das sagen alle. Alagui, Nerich und Flum. Ja, muss halt einen Stürmer verpflichten. Aber zum Glück geht das nicht im Moment. Sonst würden wir das nächste Spiel erst recht nicht schaffen. Ja, komm, muss mal ein bisschen Gas geben hier. Ich will jetzt hier ein Spiel, will ich heute noch schaffen. Ich bin gut. Schopenhauer beginnt sich Sorgen zu machen. Hört ja, auf, die machen sich alle Sorgen. Ja. Man macht sich halt Sorgen im Leben. Das gehört dazu. Wir haben derzeit keinen U19-Datenanalysten. Dann sucht mal einen. Ja, Vertrag abgeschlossen. Perfekt. Daniel Lau. Arbeitet aber nicht für Lau, sondern will Geld haben. 450 Euro pro Woche. Das ist mit dem nicht richtig, wenn er schon so heißt. Medi Madawikia will Fußballlizenz machen. Soll er machen. Bernd Hoffmann sagt ja. Sehr gut, Bernd Hoffmann hat ja gesagt. Und das hier auch noch, blablub. Vertrag abschließen, perfekt, weiter geht's. Der Chat sagt mir auch, dass es in der Sturmposition an Breite fehlt. Dankeschön, lieber Chat. Patrick Weihrauch ist noch verletzt bei dir. Ja, tut mir nicht so weh. Und Daniel Lau, das sind auch Namen heute hier, die bei mir hier gehandelt werden. Benjamin Laut war ja auch nicht immer laut. War auch nicht immer Lau. Länderspielübersicht, bei mir haben ein paar Spieler Länderspiele gemacht. Das sind auch sehr die viele sogar. Das sind auch die besten Mitteilungen bei mir gerade. Richard Neudecker, Niklas Natsch und Serkan Dosun werden ihrem Gehalt nicht gerecht. Ich habe noch nicht mal von denen von Niklas Natsch gehört. U19-Spieler. Ja, komm, ist mir noch Latte. Ito ist verletzt, siehst du? Kaum habe ich es gesagt schon. Er hört mich, der Fußballgott. Ito ist verletzt und kann erstmal für zwei Wochen nicht meckern, dass er nicht spielt. Was hast du eigentlich für ein Glück? Wieso Glück? Ist doch nicht Glück? Meine Hand hat jetzt wochenlang gefehlt. Der kommt jetzt wieder zurück. Kann ich jetzt einwechseln im nächsten Spiel? Ist eigentlich mein designierter Zehner. Eine wichtige Position in meinem System. Guck mal, wie viele Stürmer du hast. Die
halbwegs funktionieren, dann geht er zu mir. Möller will den FC St. Pauli Job. Welcher Möller? Andreas Möller ist interessiert, zum FC St. Pauli ins Müllertorstadion zu wechseln, wo er als Sportdirektor tätig sein möchte. Was hat er denn drauf? Anpassungsfähigkeit 15, Zielstrebigkeit 16, Datenpräsentation und so ist für den Arsch. Hau rein. Oder warte mal, kann ich ihm was anderes Groß, sagen? Geh mal zurück. Großkreuz für den St. Pauli Job. Wow. Luca. Schade. Ach, shit. Naja, dann. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Aber ich werde im Winter, egal ob wir das hier noch weiterspielen oder nicht, in der Winter, nach der Winterpause, werde ich einfach so, ja, für mein Gefühl, werde ich irgendwie versuchen, Alex Meyer zu bekommen. Du musst mich immer nur fragen, ob wir weiterspielen, wenn ich gerade gewonnen habe. Dann sage ich ja, sofort spielen wir weiter, wenn ich verloren habe. Nee. Nein, nee, so ist es nicht, ganz so ist es nicht. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin. Also ich. Es ist halt immer so eine schwierige Seite. Ich muss ja auch den Leuten da draußen mal erklären, was das Problem ist. Das Problem ist, ich bin halt immer nur einen Tag die Woche hier. So, ich habe sonst immer anderes Zeug zu tun. Bin meistens montags hier. Mhm. Und seit wir Bundesliga international machen, habe ich halt da noch mehr Workload, quasi. Ja, verstehe. Ja. Aber ganz kurz. Also ich habe dann quasi drei Sendungen. Ich habe gerade Großkreuz als Sportdirektor in meinen Träumen vor meinen Augen. Das Problem ist natürlich, dass er noch spielt. Wollte ich ja auch verdichten, aber das ging ja, glaube ich, nicht. Schmadtke bestätigt Hamburgers Vorwechsel. Okay, ach so. Zeitrecht Schmadtke wechselt. Ich muss gleich mal Henk Fährmann kritisieren. Und zwar leidenschaftlich. Ich bin sehr enttäuscht über. Also gleich noch Mama. Entschuldigung. Ich habe einfach Fortfahren gedrückt. Du hattest schon auf Fortfahren gedrückt. So, ich habe ein bisschen Gas hier. Ich drücke ein bisschen aufs Gas hier. Ja, aber ich wollte Henk Fährmann anpissen. Ja, kannst du gleich noch machen. Ito will mit mir sprechen. Oh. Dann sprecht immer mit Henk Fährmann. Ich kläre die Sache hier mit Ito so schnell. Ich bin sehr enttäuscht über ihre mangelhafte Entwicklung in der neuen Position. Ist ja keine neue Position. Ich bin sehr enttäuscht über ihre mangelhafte Gesamtentwicklung über die letzten Monate hinweg. Ich kann den Punkt akzeptieren, dass meine Leistungen nicht berauschend waren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mein Alter etwas damit. Hä, habe ich doch gar nicht gesagt, du Pfeife. Wenn es sonst nichts weiter gibt, bin ich dann weg. Wir sehen uns beim Training. Bisschen pissig, aber ist okay. Dafür spielt er jetzt eh nicht mehr. Ey, das Problem ist, meine einzige Alternative ist Alagui. Und das ist jetzt auch nicht der Knaller. Jetzt muss ich muss jetzt mal hier gerade Ito anmeckern. Ja. Der will irgendwie spielen und ich sage jetzt, nein, du spielst nicht. Ich will nicht, dass du es aus dem Rio wirfst, sie müssen ein bisschen Geduld zeigen. Sie werden ihre Chance bekommen. Ich bin ein bisschen weit gegangen, sorry Trainer. Ich bin bereit, auf meine Chance zu warten. Ah, das ist nett von ihm. Klingt auch lustig, Ito will persönliche Angelegenheit mit ihm. Ja, bei mir Schopenhauer. Warum haben die denn alle ständig Probleme, Alter? Das ist doch nicht in Real Life so, oder? Da kommt doch nicht ein Marcelo, kommt doch nicht beim Madrid-Trainer an, ja, und nervt. Nee, Marcelo spielt er eben nicht. Der hat sich ja verdrängen lassen jetzt die ganze Saison von dem. Ich komme nicht aus dem Namen, aber. Naja, gut, aber der ist ja gut, okay. So, also der ist ja, das war ja jetzt zum Beispiel, weil er ja angeblich ein bisschen dicker geworden ist. Ja, ja. Und ein paar Funde zugelegt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann irgendwie zu dem Trainer geht und sagt hier, ey, ich möchte persönliche Angelegenheiten besprechen, ich will wieder spielen, trotz meines Fettgehalts. Da fällt mir wieder auf, dass ich einfach viel zu viel Bundesliga gucke. Ich weiß halt alles, was bei Augsburg und Mainz und so passiert. Ja, aber dafür weißt du ja. Von Real Madrid. Dafür weißt du ja dort. Mein Leben ein bisschen sortieren. Dafür weißt du ja dort umso mehr. Und umso besser kennst du dich dort aus. Das ist schon okay. Problem mit Schopenhauer Beren. Oh, ey, Gott, ist mir eigentlich scheißegal. Wenn alle am gleichen Strang ziehen, können wir die Atmosphäre verbessern. Hau rein. Oh, jetzt noch mehr. Wenn ihnen die Atmosphäre so wichtig ist, sollten sie mehr. Ich weiß jetzt, wie wichtig. Ich möchte nicht riskieren, sie zu verlieren. Spielt Schopenhauer bei dir? Nein. Du hast ihm gerade versprochen, dass er spielt. Na, wann? Gerade eben. Doch, wenn das so wichtig ist, dass wir spielen. Naja, ich habe ja. Er hätte beinahe gespielt, aber dann kam halt Knoll zurück, der ja ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich könnte ihn halt für Arve vor, aber mit dem lief es ja eigentlich gut. Von daher, die sollen mal alle nicht rumheulen, Alter. Fucking Egoisten, ey. So kann man es auch sehen, okay. Also hier mit Ito habe ich es besser geklärt, muss ich gesehen. Ito war nachher auch, hat sich bei mir sogar entschuldigt, dass er so weit gegangen ist. Muss ich einfach mal ein bisschen. Weil der Chat sagt immer, wir sollen netter sein zu den Spielern, aber ich habe irgendwie meine besten Erfahrungen hier in diesem Spiel gemacht, immer wenn ich die Spiele angemeckert habe. Es fällt mir so schwer, weißt du, das Ding ist, ich mag St. Pauli auch so gern. Und ich war jetzt auch irgendwie vor einigen Wochen, Monaten, war ich bei Pauli gegen Union. Und das war der absolute Wahnsinn hier, gerade weil das Spiel auch einfach geil war mit einem 4:3. Und das hat alles unfassbar viel Spaß gemacht. Aber es fällt mir aufgrund des Football-Managers 2019 schwer, die Spieler noch zu mögen, teilweise. Außer der echte FC St. Pauli würde jetzt Josh Time sich holen. Wovon wir mal nicht ausgehen. Analyse über unsere nächsten Gegner. MSV Duisburg ist mein nächster Trainer. Weißt du schon, was dein nächster Trainer ist? Obi. Mein nächster Gegner ist Bochum.
Ich habe noch keine Analyse des nächsten Gegners bekommen, seltsamerweise. Bei mir ist Duisburg. Oh, Countdown zu St. Pauli war. Ich muss kurz gucken, wo Duisburg steht. Elfter. Schlechter. Wir haben ja gerade 1-1 gespielt gegen. Und jetzt will auch noch Dudziak mit dir reden. Wir kommen halt echt nicht mehr zu einem weiteren Spiel. Ich kann auch Himmelmann einfach um die Lösung des Problems. Aber Dudziak ist mir schon relativ wichtig. Pass auf. Ich bin bereit. Ja, hier Pokal. Muss ich nur dran denken. Da kannst du spielen. Pokalspiele alleine bringen ist. Oh. Ich will sie nicht verlieren, aber ich kann nicht jedem garantieren, dass er spielen wird. Bleiben Sie ruhig, knien sich rein und Sie werden Ihre Chance bekommen. Ich merke, dass sich Ihre Meinung nicht ändern. Diese ganzen Pussys, ey! Oh. Ohne Scheiß. Es kann nicht sein, wenn der Kader nun mal ein bisschen größer ist. Ach, leck mich, ey. Wieso pimmeln die alle so rum? Bei dieses ist es auch relativ wenige, oder? Guck dir mal an, was bei mir Sakai die ganze Saison auch schon abging. Bei mir hat jetzt auch Sakai, ich hab's nochmal Handtrompeten, dass er mit Sakai redet. Aber Sakai ist natürlich nicht schön. Aber Sakai wird auch wieder spielen. Also Wanuman hat jetzt im letzten Spiel seine Chance nicht genutzt. Jetzt ist auch noch mein ganzer Kader. Jetzt ist auch noch mein ganzer Kader unzufrieden mit der Behandlung von Dudziak. Geil. Problem mit dem Kader bereden. Leidenschaftlich. Mir ist gesagt worden, dass es. Nee, ich sag vorsichtig, so. Die hätten Jeremy die Einsatzzeiten geben sollen, die er haben wollte. Das war eine gerechtfertigte Anfrage und wir meinen, sie sind damit sehr schlecht umgegangen. Die Sache ist, wenn ich zustimme, ihn spielen zu lassen, muss ich einen ihrer Teamkollegen rausnehmen, die es momentan alle mehr verdient haben zu spielen als er. Er muss sich den Platz verdienen, nicht herbeimeckern. Es ist genau das, ich muss so antworten. Diamantakos und Schein sind darauf ein bisschen pissig, Rodas und Schopenhauer finden es gut. Aber Diamantos so. Und Schein sind wichtiger. Ich denke, das war sehr produktiv. Schön, dass wir es aus der Welt geschaffen haben. Ich konnte euch offenbar nicht alle auf meine Seite bringen. Lassen wir es aber jetzt dabei. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin total verärgert. Das habt ihr recht. Ich will nicht. Ihr seid total unbewusst. Oh Gott. Das wird immer schlimmer. Ah. Ah. Jetzt ist hier alles. Ah. Die Hütte brennt. Die Hütte brennt. Auf St. Pauli brennt die Hütte. Vor allem, die geben sich auch nicht zufrieden, wenn man die das nächste Spiel mal spielen lässt. Nee, da brauchst du schon ein bisschen mehr. Jetzt kommen auch alle. Ey, sowieso, könntest du deine Leute nicht mehr zusammenhalten? Ich hatte gehofft, dass wir heute zwei Spiele hinbekommen, ja? Und Mann, deine Sami, Leute. Fuck, machst Lange, nichts, die ganze der hat Reise doch gespielt! Der hat doch die letzten 20 Minuten leider noch gespielt. Der ist 20 Minuten. Der ist 32 Jahre alt, ja. Deine gesamte Elf, du bringst alle zusammen. Ist dir irgendjemand bei dir zufrieden? Aber das Ding ist, ich lasse ja jetzt wirklich Allergie spielen, weil Fährmann nichts kann. Also, ich werde Ihnen in den nächsten Spielen ein paar Startelf-Einsätze ermöglichen. Danke, Trainer. Ich weiß das zu schätzen. So einfach ist das. Wenn man eben auch die Leistung bringt oder keine anderen Leute hat, dann kann man spielen. Und bei mir? Ah. Jatta hat sich verletzt, aber fällt nur für 3 Tage aus. Jatta, Jatta. Gut. Sandro ist schaffen wir das noch, Sandro Freunde. Ist der Tedesco des Football-Managers. Schaffen wir das noch, Freunde? Ja, ja, das müssen wir jetzt schaffen. Komm. Also wenn ich hier, ne? Mal weiter hier. Hopp, hopp, hopp. Wenn es auf die Zeit von Tedesco bei Aue gemeint ist, dann bin ich gern Tedesco. Das ist ja das Erste, woran alle bei Tedesco denken. Eine sehr erfolgreiche Zeit in Aue. Ich glaube, das waren doch nur ein paar Monate, oder? Ja, also waren die unerfolgreich. Er hat es ja noch gerettet dann. Ja, meine ich ja. Das war ja eben sehr erfolgreich. Aber es war schon nicht so viel Zeit. Also, Jairo schwimmen brauche ich sowieso nicht. Buskamp vor anstehenden Aufeinandertreffen unsicher. Ach, Leute. Bei mir ist alles zum Kotzen. Ja, ey, schaffen wir noch. Los, weiter. Ja, bei mir läuft alles. Ich muss nur kurz. Sakai will mit mir sprechen. Nein, gibt's nicht. Leite, mach hier. Ich werde jetzt nicht Ito um die Lösung des Problems wieder. So. Er wird auf jeden Fall spielen. Also, Sakai konnte ich jetzt sagen, dass er spielen soll, weil Wanoman hat im letzten Spiel nicht die Hölle abgerissen. Und Sakai hat dann nicht gespielt, weil er nach der WM nicht fit war, einfach. Taktikbriefing habe ich jetzt am Co-Trainer mal wieder gegeben. Ich habe noch kein Taktikbriefing. Dann müsstest du mit dir gleich kommen. Nee. Ich bin irgendwie in der Zeitschleife gekommen. Aber weißt du, wofür immer Zeit ist? Ja. Josh Time loben. So. Sami Alagui. Nee, den kritisiere ich lieber nicht. Der hat sich du hast auch zu viel Angst einfach vor deinen Spielern. Du musst auch mal zeigen. Ich hab genug! Du musst die Hierarchie brechen. Ich habe wohl genug auf die Kacke gehauen. Das ist wie diese alte Trainerschule, die als allererstes, wenn sie irgendwo hinkommen, immer erstmal den Führungsspieler so dick, so den niedermachen, um halt zu zeigen, ich bin jetzt der neue Mann. Jetzt redest du schon wieder mit denen. Mann, weil die alle unzufrieden sind. Ich weiß, die Dinge stehen nicht gut, aber es liegt an eurer In Zeiten wie diesen müsst ihr alle an einem Strang ziehen und euch zusammenreißen. Mann, Alter, jedes Mal. Kann man überhaupt irgendwie alle zufrieden machen?
That's life. That is life. Ja, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich gesagt, hier taktischer Wechsel, jetzt finden es alle geil, oder was? Ich denke, das war sehr produktiv. War es das? So. War es das wirklich? War es nicht. Ich stelle jetzt eben, ich guck mal kurz, wie Duisburg, nee, gegen wen spiele ich? Das ist mir egal. Doch, MSV Duisburg, wie die so spielen, und passe dann je nachdem mein Ding an. Ich glaube, schaffen wir in der Fit schon ein Spiel? Na sicher. Also ja gut. Fitness-Test bestanden. Also geht schon los, oder nicht? Du spielst ja jetzt. Was? Ich spiele ja gar nicht. Warum spielst du nicht? Ach so. Ich habe mein Spiel erst morgen. Ach, das, dann können wir dein Spiel gucken. Ach, okay. Das wird ja super. Gott, oh Gott. Die Lauer sind gar nicht parallel, dieses Spiel. Aber jetzt. Ich muss kurz umsteigen. Tut mir leid, Leute, aber das geht ja nicht. So. Ne, mach das doch. Aber jetzt, ach so. So, wie spielt denn jetzt Duisburg? Ach so, ich spiele erst morgen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Guck mal, 4-1, 4-1 spielen die. Sehr defensiv. Musst du jetzt knacken, dieses Bollwerk. Ach so, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass das bei dir alles versetzt kam, weißt du? Dass ich immer später kam mit meinen Taktik-Briefings. Das liegt daran, dass wir hier wahrscheinlich nicht die Einstellung umgestellt haben, dass alle Spiele am selben Tag sind. Ja. Mhm. Ja. Ich muss kurz überlegen. Warte mal. Nee, das war dumm. Dann kann ich mich ja zurücklehnen und hier sagen, ah, mein Spiel kommt halt nicht mehr. Ich spiel so. Nick, los. Aber, ja, ich muss kurz, tut mir leid, noch ein paar andere so machen, Knipse. Flum? Nee. Es ist aber, du bist ja auch momentan so ein bisschen Aktionismus, so, nicht? Gerade hast du mir noch erklärt, dass Lass mich das in Ruhe machen. Okay. Ah, Lovren. Okay. Weil ich muss ja Friedhelm Funkel auch zufriedenstellen, deswegen denke ich jetzt an Davor Lovren. Gut. Du musst dich unbeliebt machen bei den Leuten. Kannst dich Friedhelm Funkel, Alagui, Diamantakos und dann auch noch Fährmann und Schieß mich tot und die Fans und den Präsidenten. Du musst auch mal sagen hier, Leute, leck mich. Ich bin Sandro. Ich bin der Chef. Das Tier ist immer noch verletzt, das macht mich fertig. So, unterstützen. Ja, so würde ich spielen lassen. Guck kurz mal auf meine Bank noch. Ich konnte es jetzt natürlich nicht so ausfallen nochmal und hier, eigentlich müsste ich das hier noch alles auch krass anpassen. Kannst auch noch verschieben, kannst auch sagen so, spielen. Ey. Nee, ey, wenn dann jetzt noch, kurz abspielen. Right. Spielvorschau. Zack, fertig, ey. Los. Luca Zander und, achso, nee, Zander wollte ich wechseln, weil sonst verletzt er sich. Nein, zack. Nee, Moment. Macho. Gut, zack. Das ist jetzt echt ein zusammengeschüttelter Raum. Dann lässt sich wahrscheinlich wird's jetzt gerade gut gehen. Eieiei. Wenn ich auf Fortfahren gehe, ich kann ja sogar Ansicht machen bei dir. Ich kann sogar zugucken, wenn ich will. Ja, ich kann bei dir zugucken. Cool. Ich hätte übrigens natürlich auch gucken können, gegen welches System die anfällig sind. Aber dafür hatten wir die Zeit nicht. Weil jemand spielt jetzt 4-4-2 übrigens und nicht 4-1-4-1, der Gegner. Also wäre sowieso. Ansage. So. Leidenschaftlich. Das ist eine großartige Möglichkeit, den Medien zu blar. Zeigen wir den Fans vollen Einsatz, auch wenn wir der Ostseite. Sind wir der Ostseite? Ja, sind wir. Die Spieler haben keine besondere Reaktion. Dann mache ich nochmal eine Ansage an den Sturm. Ich denke, dass ihr noch wesentlich mehr drauf habt und glaube, das weiß ich nicht, aber ich sag's mal. Mhm. Und glaube fest, dass ihr das auch auf dem Platz. Naja, Anstoß. Uiuiui. Nett. Spielen. Auf geht's, wir schaffen doch noch ein Spiel. Der FC St. Pauli tritt an beim MSV Duisburg. Und jetzt wahrscheinlich die 3-Seiten-Mail, wo du die 4-Seiten-Mail, wo du die Taktik rausgemacht hast, hat dich zu einem 0-0 geführt. Und jetzt wahrscheinlich die gerade schnell zusammengefußt hast. Vielleicht führt sie dich zu einem Sieg. Ich hätte an deiner Stelle ja auch die Medien genommen. Hätte er gesagt, die Medien haben uns abgeschrieben. Die Medien sind mir scheißegal. Um so ein Jose Mourinho, wir gegen alle Gefühle herzustellen. Der FC St. Pauli besteht aus seinen Fans und nicht aus irgendwelchen Medien. Ach. Früchtle. Ja, wenn auf irgendwie ein Verlass ist, dann auf Früchtle. Ja, Früchtle ist ein guter. Also, den muss man sagen. Den sind schon Früchtchen. Ja, der Ballbesitz ist natürlich mega für den Arsch. Irgendwie hast du dich weiter zurückgezogen. Hast du da jetzt auf eine Content-Taktik umgestellt? Nee. Achso. Nee. Oh, angeschossen.
Oh, was passiert jetzt? Eine kleine, also, kleine wichtige Anpassung. Kleine wichtige Anpassung, breites Spiel. Da hat jemand, da hat jemand im Chat auch schon die Hände über den Kopf. Und wer klärt? Den Kopf verschlagen, weil. Aktionismus pur, sagt Wüstenfalke 92. Ja, der, der das gemacht hat! Er sagt, ja, hier, Aktionismus pur. Oh Mann, ey, Wüstenfalke. Wüstenfalke, du hast Wüstenfalke enttäuscht. Tut mir leid. Hättest, ich hätte auch eigentlich. Also, du hättest eigentlich, anstatt die ganzen Leute immer mit den ganzen Leuten zu reden. Und die Leute zu beleidigen und noch trauriger zu machen, hättest du deine Zeit in die Taktik investieren müssen, vielleicht sogar. Mhm. Aber sagen müssen, Leute, leck mich am Arsch, ihr redet nicht mit euch. Guck mal, ey, der Ballbesitz geht gar nicht klar. 31 zu 9, was hast du denn da eingestellt, gerade auf die Schnelle? Mann, jetzt kommt erstmal ein Tor. Alter! Es kann immer noch ein Tor kommen. Du hast nicht gesagt, für wen. Ui, Riesenplatz für Iljuchenko. Dass da auch keiner irgendwie einen Zugriff kriegt. Und ach. Ich habe vielleicht alles verbaut mit dieser Dreckstaktik, ey. Ich weiß noch nicht, warum du nicht die alte Taktik musst, aber wenn du 0-0 war doch ein gutes Ergebnis schon mal. 3 Punkte, Tobi. Boah, saubere Grätsche. What the fuck? Ich doch, ey. Das ist zum Kotzen. Aber eine geile Vorlage, muss man sagen. Jetzt sehen wir es nochmal richtig schön weggegrätscht, den Ball. Wer ist denn, der hat denn da so gepennt? Wer ist denn das da? Nukuri hat die geile Grätsche gemacht. Affe vor oder so, keine Ahnung. Alter. Und geht direkt weiter mit dem Anschluss. Ich hab's auch noch angekündigt. Diese Pisse. Das stimmt. Diamantakos? Och, dass hier auch kein Schuss reingeht, wenn nicht mal, weißt du, da bist du schon hinten drin und dann hast du trotzdem noch mehr Pech. Wenn du schon richtig in der Kacke steckst, dann richtig. Das war eine richtig dumme Scheißflanke. Die Halbzeit wird eh wieder alles umgestellt. Bereitet euch schon mal drauf vor. Macht euch schon mal drauf, den Gegner. Oh Gott, oh Gott. Brüchtel hält dich im Spiel. Oh, den habe ich drin gesehen. Erstmal flacher Abstoß. Das ist auch wieder schon diese schöne Ballhaltetaktik. Nukuri ist echt dein bester Mann. Der ist immer sehr. Nach Josh Timon. Nach Josh Timon natürlich. Der war nicht so geil. Ey, das Ding ist, ich habe hier nach noch eine Sendung und komm da schlecht gelaunt an. Zieh die anderen drei gleich runter. Worüber redet ihr denn heute beim Game Talk? Sekiro, Trüberbruck, die Nindies unter anderem. Und ey, wenn jetzt noch ein Game Talk kommt. ja, dann noch so ein paar Gerüchte rund um Apple. Wird spannend. Wird spannend. Freut euch drauf. Du sollst den Maximilian Powers sagen, du sollst Schopenhauer mehr respektieren. Seine existenziellen Werke waren sehr wichtig für die Philosophie. Hat er recht. Verhöck. Da ist auch Früchtel direkt gegen den Pfosten gesprungen, aber er steht wieder auf. Aber was hast du da gemacht? Du hast in den letzten Spielen doch immer 70% Ballbesitz gehabt. Mann, weil diese Formation einfach totale Kacke ist. Vielleicht. Na gut, stell mal eine Halbzeit an. Ja, ich werde in der Halbzeit wieder auf entweder 4-2-3-1 wahrscheinlich stellen. Einfach mal komplette Formationswechsel. Das ist ja wie beim Barcelona zu seinen besten Zeiten. Ja, ja, natürlich. Ein frischer Wechsel. Ein Barcelona zu seinen besten Zeiten. Wer erinnert sich nicht, als Pep Guardiolas Team Knoll mit der 5 Spiele ohne Tor blieb. Jemand Tarkos und schießt er? Nein, er passt nochmal zu Nerich und Nerich. Flanke auf, Alagui. Aber gut gegen die Laufrichtung des Torwarts. Er kann es doch noch. Passt. Sag dir mal, guck mal was rein. Sag dir mal, du sollst besser spielen. Spiel mal besser. Mehr fordern. Ja, fordert mehr. Ja, guck mal, gleich haben sie den Zweikampf gewonnen. Nur wegen diesem Einruf. Oh, Diamantakos.
Aber den muss er machen. Den muss er machen! Den macht er! Diamantakos zum 1:1. Er kann es! Hä? Oh. Ey, ein Tor fühlt sich so. Du musst. Komm, hast du reingerufen? Das Ding ist, ihr müsst verstehen. Komm, hast du das reingerufen? Ich weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt, Tor zu schießen. Deswegen ist das für mich gerade ein ganz großer Moment. Aber kaum hast du reingerufen und gesagt, Leute, spielen wir ein bisschen besser. Ich habe besser gespielt. Also, ey, so. Den hat er auch richtig gut abgeschlossen. Wozu mache ich den ganzen Taktikkram aus? Wozu mache ich diesen ganzen Taktikkram? Wenn das so einfach ist. Einfach reinrufen. Spielt ein bisschen besser. Jetzt ist die Frage, einfach ob ich ein bisschen mehr fordern. Jetzt ist die Frage, ob ich so bleibe. Doch, in der Halbzeit. 11:5 Schüsse, 5:2. Das wäre egal, Spiel, weil ganz oben in den langen Bällen hast du ja zwei Chancen gehabt. Okay, Leute. Musst du jetzt entscheiden. Das ist jetzt wieder eine kippelige Frage. Der Ballbesitz hat sich ein bisschen erholt. 41:59. Taktik, Schmacktik, schreibt Max Klose. Einfach lang nach vorn bolzen. Ja, ich glaube, das wird echt meine neue Taktik. Okay. Nee, noch ist keine Halbzeit. Oh nein, jetzt kommt hier noch ein Highlight, ja, kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, das ist einfach nur der Halbzeit. Pfiff? Hm. Oh, Alter, what the fuck? Leck mich am Arsch. Der war doch drin. Wembley again. Hallo. Wo ist die Torlinientechnologie, wenn man sie braucht? Zwei Liga, kein Geld. Nein, Quatsch. Natürlich. Auch da. Ich gehe wieder zurück zum 4-2-1. Ja, pass mal auf. Diamantakos vorne drin. Als pressender Stürmer. Mhm. Ich hab gar keinen. Warte mal. Ach, scheiße. Nee, okay. Mach kurz was. Zack, zack. Nein, nicht Flum, Buchmann. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du da machst. Wo hast du Taktikwechsel? Jetzt warte, ich stell wieder um auf 4-2-1. Das ist die, in den vier Halbzeiten, die wir heute gespielt haben, die vierte Formation, glaube ich, die du versuchst. Ja. Ja. Ich kann dir schon mal hier eine Info geben, Mannschaftsanalyse. Mats Müller-Deli hat öfter als jeder andere Spieler den Ballbesitz verloren. Machen wir deine Ansprache schon mal. Ich kann dir auch sagen, er hat beeindruckend oft Vorstöße in letzter Drittel gezeigt. Teamansprache leidenschaftlich. Wir machen das gar nicht schlecht. Wenn jeder weiterhin richtig mal locht, werden wir heute gewinnen. Na, zwei Halbzeit starten. Ja. Wir können ja jetzt direkt dann quasi danach abmoderieren. Also wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben ein bisschen hetzen müssen, es tut uns auch leid. Aber wir haben heute doch zwei Spiele gemacht. Uiuiui, ist das spannend, ey. 1:1. Wenn ich jetzt noch drei Punkte hole, ne? Dann gibt's eine nächste Folge. Dann geht's direkt morgen weiter mit dem Format. Dann wird's ab jetzt täglich sein. Ach, aber wie gut sich so ein Tor anfühlt. Ich habe das vielleicht seit Monaten nicht mehr gespürt. Ich habe ja auch, weißt du, es ist meckern auf hohem Niveau, aber ich muss ja auch bei Liverpool und Dortmund ein bisschen leiden, damit die mit solchem Abstand inzwischen nur noch so auf Gleichstand sind, beziehungsweise verspielt, ja. Liverpool sogar einen Punkt hinter City. Hm. Es ist zum Kotzen. Und dann lässt mich auch noch der Pauli im Stich. Okay, keine Highlights. Nichts passiert, aber Verhoek bekommt die rote Karte. Nein. Aber Moment, warum läuft denn die Zeit bei uns so ultra langsam? Weil ab und zu kommt da unten so, hier siehst du jetzt gerade, gibt es eine gelbe Karte für. Ach, okay, jetzt. Mhm. Das ist so. Okay. Dann Textereignisse, die sie dann nicht mehr zeigen. Ich hab, Chat verschwört sich schon gegen mich hier. Urbex 1902. Es geht ab. Auf geht's, Duisburg schießen so. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich muss mal wieder hier reinrufen. Mehr fordern. Das war wieder mehr gefordert. Tja, das war mein Way of Success. 14:5 Schüsse haben wir mittlerweile. Ja, es wäre schon. Die sehr viel über links an. Es wäre schon schön, wenn. Josh Timmel sieht ziemlich müde aus, sagt er. Mein Kollege. Ach, der kann das. Der ist die englische Liga gewohnt. Also die zweite Liga. Aber hier kommt kein Highlight mehr. Was geht ab? Okay. Einwurf. Oh. Oh.
Das Gute ist ja, wir können ja trotzdem. Das ist großartiger Fußball hier. Noch zu lange zu Ende schauen, bis das Spiel durch ist hier. Die könnten eigentlich so machen, länger wie wir machen, wie wir wollen. Die können ja auch nicht, eh nicht anfangen. Oh! Der war ordentlich. Uiuiui, wo kommt der denn her? Das hätte ein Tor verdient gehabt. Ja, das war nur, weil ich reingerufen habe, mehr fordern. Mehr fordern, ja. Und jetzt? Ecke? Oh, schade. Ach, ja, da muss ich mich nur nachher dann entschuldigen beim Game Talk und dann ist ja alles gut. So einfach ist das im Leben. Dafür kann ich ja auch schon mal gleich was ankündigen. Du musst ja aufpassen. Wer ist heute bei Game Talk alles mit dabei? Simon, Eas, Wirt, ja und ich. Aber ja, das Schöne ist, wir haben um 22 Uhr, kann ich auch mal ankündigen. Oh, Mama. Um 22 Uhr werden wir den Sony-Stream verfolgen, live und kommentieren, so wie wir das auch beim Google-Stream gemacht haben. Auch mit der gleichen Konstellation. Das heißt, Simon spielt erstmal um 20 Uhr seinen After Dark. Und dann um 22 Uhr gibt es diesen Sony-Stream. Und. Wow, da war Lovren! Boom! Es fühlt sich so gut an. Respekt, ein schönes Tor, muss man sagen. Freust du dich wenigstens auch ein bisschen für mich? Ja, ja, doch, sonst wäre das ja beim nächsten Mal nicht zu ertragen gewesen. Da wohl aufrennen. Schon wieder verlieren wir das. Den Duciak mit dem Dribbling. Siehst du, das war sinnvoll, umzustellen, weil ohne die Umstellung. Weißt du, wer dafür verantwortlich ist, dass du jetzt hier gewinnst? Friedhelm Funkel. Ohne Friedhelm Funkel wärst du doch gar nicht auf die Idee gekommen, das stimmt. Lovren spielen zu lassen. Das Ding ist, Friedhelm Funke, Fußball. Du kennst dich jetzt mittlerweile aus, wenn die Leute zu wenig Einsatzzeit bemängeln. Also solltest du nachher Simon oder Wirt zu dir kommen und sagen, es gab zu wenig Zeit für Game Talk, weißt du, wie du das handeln musst? Musst du einfach beleidigen und dann am Ende einknicken, wenn dann die gesamte Belegschaft vor dir steht. Und wenn es wieder gut läuft, sage ich einfach, mehr fordern. Mehr fordern. Ach so, um 20:30 ist After Dark, genau. Weil dir gerade im Chat auch gefragt wurde, 20:30 After Dark mit Simon und dann anderthalb Stunden später, also um 22 Uhr, macht Sony einen Stream. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es wird so eine Art Nintendo Direct sein im Sony-Kosmos, wenn du so willst. Und da werden wir das Ganze kommentieren. Mit ES wird Simon und ich. Und ein bisschen darüber schnacken. Und ja, je nachdem, wie lange das geht, Open End, sag ich mal. Ja. Das Spiel läuft noch. Wir werden hier schon großgeschalten. Aber wir müssen. Wir werden, glaube ich, schon. Aber 10 Minuten sind noch. Das ist ja das Schöne. Da ich Bundesliga immer mit Nils und Eddie mache, wenn die überziehen, da trotzdem mal keiner, das wegzumachen. Mal gucken, ob sie sich das bei uns trauen. Ich glaube schon eher. Sehr gut. Ey, 2-1, das wäre so wichtig jetzt nochmal gegen Ende. Und ich bin glücklich, kann ich dann zum Game Talk gehen. Das wäre super. Das Spiel ist auch fast zu Ende, also wir sind schon in der 81, 82, also für alle, die auf Game Talk warten. Es geht in wenigen Sekunden los. Tansa hat gefragt, kein Endgegner? Doch, um 20 Uhr läuft Endgegner und da 20:30. Schöne Läuft man schon wieder. Der um 20:30 läuft dann läuft dann das After Dark. Mit Zelda, Folge Zelda, glaube ich, wenn ich das richtig im Plan gesehen habe. Mit Gregor, Sebastian und Eddie? Oh, die letzten 5 Minuten. Die letzten 5 Minuten. Matthias war noch am Start. Matthias, achso. Nee. Nicht Sebastian, sondern Matthias, genau. Ja. Irgendein Game Two Dude, hey. Irgendein Game Two Dude. die letzten 5 Minuten. Los! Duciak! Duciak! Lovren! Und Lovren macht das nochmal. Diamantakos spielt hoffentlich ab, ja. Zu Möller-Deli. Nukuri. Möller-Deli. Das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach. Ach. Komm schon. Ich wette, die kotzen schon richtig ab da drüben bei Game Talk. Ein Konter, Stoppelkampf. Yes! Nukuri mit einem sauberen, Grätsche, aber. Rigese mit einem Weitschuss. Kommt nicht durch, kommt wieder nicht. Ja. Das sieht doch gut aus. Ich bin so hibbelig. 3 Punkte wären so wichtig. Das wäre mein Comeback. Das wäre der Anfang vom was ganz Großen. Wäre schon die Rocky-Hymne. Und? Alex Meyer, Fußballgott! Aber nicht gegen Früchtel. Beinahe. Aber da war ja der Alex Meyer. Habe ich nicht dran gedacht, dass der dort tatsächlich spielt. Ja, das war wohl eingewechselt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hab's gleich geschafft. Hoffentlich passiert hier nichts mehr. Wuchtmann mit dem weiten Pass nach vorn zu Diamantakos, das ist sehr gut, weil so schinden wir Zeit. Ja, da passiert irgendwie gerade nichts. Mesenhöhle hat anscheinend auch Zeit.
90+4, das habe ich auch schon mal erlebt, 90+4 den Ausgleichstreffer zu bekommen, also. Los. Ah, dass die jetzt ausgerechnet jetzt noch so viel zeigen, ne? Ja, ausgerechnet jetzt. Ach. Wo wir ja eigentlich noch was Besseres zu tun haben und du den Sieg haben willst. Und was passiert denn jetzt eigentlich gerade hier? Gar nichts. Gar nichts, aber wir haben es gleich geschafft. 93, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Du hast doch gar nicht gewechselt, oder? Hast du vor Auto aufregend vergessen? Nein. das ist jetzt, glaube ich, der Abpfiff schon. Nee, wobei doch, ich habe in der Halbzeit, bei der Systemumstellung habe ich ja Buchmann eingewechselt. Zeitspiel hier. Ja, und bitte pfeif jetzt einfach ab, wenn der schießt. Und mach auch keine Scheiße mehr. Knoll macht einfach gar nichts jetzt hier. Sonst kündige ich freiwillig bei Pauli. Nierig. Okay, Knoll, einfach hier außen, hier, zack, ja, genau. Oh! Ja, das sind die 3 Punkte! Und dieses Let's Play ist damit auch aus. Wir geben sofort rüber in die angestalteten Funkhäuser. Du rennst schnell rüber. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Wir gucken, dass wir schnellstmöglich zurückkommen, vielleicht sogar schon nächste Woche. Viel Spaß beim Game Talk. Bis dann. Tschüssi. Yes!